Willkommen bei BK Gaming hier auf dem Stream. Taika für euch am Start. Wir sind in Hockenheim und wir freuen uns drauf, dass wir dann gleich hier loslegen können. Es kommen jetzt erstmal die Fragen vor dem Qualifying und dann legen wir los. Ja, als erstes haben wir den Murph hier am Start. Du sahst im Training sehr gut aus, warst sehr schnell. Kannst du das Rennen so weiterführen und glaubst du, du kannst deinen ersten Saisonsieg heute holen? Ich meine, es wäre schön, aber ich muss gleich sagen, es ist eine sehr schwierige Strecke, gerade wenn man ein bisschen von der Strecke abkommt. Es ist jedoch sehr glatt, also da muss man heute sehr vorsichtig fahren. Mal gucken, ob ich heute die Trainingszeit heute auch im Qualifying umsetzen kann und dann wird sich nachher am Rennende ergeben, was am rauskommt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Gerade ein kleines Echo hier noch. Dennis hat da anscheinend noch ein bisschen Mikroproblemchen, aber da gucken wir dann gleich danach. Ja, Striker, kommen wir zu dir, zum nächsten SM-Racing-Fahrer. Deine Saison war durchwachsen, jetzt im Heimrennen endlich wieder ordentlich punkten oder was stellst du dir heute vor? Ja, wir hoffen mal, dass wir alle technischen Probleme aus dem letzten Rennen abgestellt haben und dass wir heute mit beiden Autos ins Ziel kommen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Viel Glück euch beiden, auch bei SM Racing. Natürlich, da will man wieder anknüpfen nach vorne. Mal schauen, dass man nicht zu viele Punkte lässt und wieder weiter in der Teammeisterschaft auch nach vorne kommt. Da ganz oben steht, ja, bitte. Ja, da ganz oben steht im Moment, er ist Motorsport, heute nur vertreten. Auch beide Fahrer sind dort am Start, Smoke und Slowcoach. Aber fangen wir erstmal mit Smoke an. Du musst heute von hinten starten. Siehst du da für dich eher einen Vorteil oder einen Nachteil? Naja gut, das kommt darauf an, wie jetzt gestartet wird. Immer eigentlich ein Nachteil. Wir müssen jetzt eben schauen, dass wir die Strategie dann vernünftig wählen und abwarten, wie der Start verläuft. In der Regel komme ich immer gut vom Fleck und vielleicht kann ich dann ein, zwei, drei Plätze schon direkt am Start gut machen. Dann muss man mal schauen, wie das Rennen dann verläuft. Ja, auf jeden Fall gespannt von hinten losfahren bei Smoke. Bei Slow ist es natürlich bisschen anders, Qualifying steht an. Deine Rennen bis jetzt, die du mitgefahren bist, waren aber immer sehr ordentlich gewesen. Du hattest wenig Fehler und meistens gute Plätze. Ja, gehört Hockenheim auch dazu oder müssen wir hier mit anderem rechnen? Hallo zusammen. Nein, also im Gegensatz zu Manicur ist Hockenheim immer gut. Wir haben hier uns natürlich genervt über die anhaltenden Bremsprobleme. Schon das vierte Rennen, wo wir glauben, die werden nicht durchhalten. Aber mal schauen, wenn wir das Qualifying gut hinkriegen, können wir vielleicht nicht ganz so hart pushen und die Bremse ein bisschen schonen. Mal schauen, wie das geht. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Mit Slowcoach ist immer zu rechnen. Er ist Motorsport natürlich im Moment weit in Führung. Was die Meisterschaft in der Teamwertung angeht, da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob sich da noch was ändern wird. Es sind ja noch einige Rennen, das 12. Rennen heute in Hockenheim und da ist auch Motorpower richtig erstarkt in den letzten Rennen. Leider bei Pupti eher ein bisschen durchwachsen. Ja, kannst du heute wieder vorne angreifen, Pupti? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir bleiben sehr aus, weil ich im Training nicht war und kannst du vielleicht dein Mikro ein bisschen näher an deinen Mund bringen? Weil du hackst ein bisschen ab, leider. Ja, okay. Das ist das Problem, was ich habe. Ich habe im Moment so ein paar Technik-Probleme. Ja. Und hoffe einfach, dass ich heute einfach nur gut durchkomme und vielleicht ein paar Punkte mitnehmen kann. Das wäre mir schon viel wert. Ja, Motorpower wieder erstarkt. Natürlich Pupti auch sehr wichtig, auch für die Punkte. Hat ja am Anfang der Saison einen Doppelsieg hingelegt und da ist Mia auch ganz vorne mitgefahren. Ja, eine sehr durchschnittliche Saison für dich bisher, eigentlich aber auch mit sehr vielen Erfolgserlebnissen zwischendurch. Klar, man ist jetzt schon gut unterwegs, man kann auch SM Racing Contra bieten. Siehst du in Hockenheim eine Chance für dich aufs Podium zu kommen, Mi? Ich sehe, die Chance ist natürlich immer da, man weiß ja nie, was passiert im Rennen. Ich bin gut vorbereitet, ich habe viel Training gemacht, habe viel ausprobiert, bin eigentlich relativ zufrieden mit meinem Setup. Jetzt werden wir sehen, was das Rennen bringt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Im Moment auch natürlich dann bei Live for Race an der Stelle. Olli ist ja wieder mit dabei, hat einen Ausfall gehabt, aber jetzt die letzten paar ja gut vorne mitgefahren.
Du bist generell ein sehr starker Fahrer, jetzt gerade die zweite Saison mit dabei. Aber Hockenheim ist auch eine starke Strecke. Kommst du gut zurecht oder hast du Schwierigkeiten? Ja, wie du schon sagst, ist Hockenheim schwierig. Trainingsvorbereitung, ich konnte nicht so viel Zeit damit verbringen. Schauen wir mal, wie sich das heute dann äußern wird. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Man kann natürlich auch viel erwarten, da hast du die letzten Rennen ja auch viel gezeigt. Kommen wir zu Vampy. Ja, im Training bist du auch gute Zeiten gefahren. Denkst du, du kannst heute wieder angreifen oder wer ist heute dein größter Konkurrent? Ich glaube, der größte Konkurrent bin ich mir selber. Also ich muss erstmal auf mich selbst achten, dass ich konstant fahren kann. Und ja, wie schon gesagt worden ist, das größte Problem wird auf der Strecke die Reifen und die Bremsen sein. Und dann mal gucken, was das Rennen so ergibt. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir drücken dir die Daumen, dass alles funktioniert. Technik auch mitspielt, kommen wir auch dann zu einem neuen Fahrer in der BK-Liga Schummerl. Das Training zeigte gute Zeiten und die Konstanz war auch da. Das hat man ja auch in den letzten paar Rennen gesehen, dass es da immer aufwärts geht. Glaubst du, heute weiter vorne mitfahren zu können oder ist dein Ziel heute wieder so eher ankommen und gucken, dass man Punkte mitnimmt? Ja, richtig. Heute ist wieder Punkte machen angesagt. Denn das Fahrerfeld ist sehr stark auf dieser Strecke. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, dann drücken wir dir da auch die Daumen. Kommen wir zu Bernd. Du hast einige guten Rennen bisher abgeliefert. Kann Hockenheim sich da einreihen? Das glaube ich nicht, dass sich Hockenheim da heute einreihen wird. Vom Auto habe ich die Abstimmung mit dem Kollegen überlassen und habe mich einfach nur mental darauf vorbereitet und schauen wir mal, was heute rauskommt. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und kommen wir last but not least zu Dennis. Du steigerst dich bisher von Rennen zu Rennen und wirst immer besser. Hockenheim ist allerdings sehr anspruchsvoll. Kannst du deinen Erfolgsleiter weiter hochklettern? Ich will es versuchen, natürlich, so wie jeder andere auch, sich zu steigern und zu verbessern. Aber Hockenheim, ja, die Bremspunkte sind bei mir eher schwach und ich will hoffen, dass ich einwandfrei ins Ziel komme. Na, da drücken wir dir auf jeden Fall den Daumen, auch dem Rest des Feldes viel Glück. Wir werden dann gleich mit dem Qualifying wieder für euch da sein, Taika, für die BK-Liga Rennen Nummer 12 in Hockenheim. Wir freuen uns drauf, bis gleich, euer Tai. Ja, willkommen zurück, Taika, für euch am Start hier in Hockenheim. Olli ist gerade noch in seiner Einführungsrunde und wir werden dann gleich hier ins Qualifying gehen und freuen uns tierisch drauf, denn ja, wie wir schon gehört haben, Smoke muss von hinten losfahren. Da gab es eine Entscheidung am grünen Tisch, dass er im letzten Rennen da eben mit kleinen Fehlern ausgestattet war, hat eine Strafe bekommen und Ali jetzt mit seiner Qualifying-Runde hier in Hockenheim wird sehr weit rausgetragen. Da muss er aufpassen, dass er im Rennen da nicht dann beim Start dann gleich Probleme bekommt. Jetzt sind wir gespannt, wo Olli dann am Ende landen wird. War Zweiter im letzten Rennen, dadurch, dass Smoke aber jetzt die Strafe bekommen haben und von hinten losfahren muss, darf Olli als Erster auf die Strecke, fährt sein Qualifying. Und natürlich, wie bei der BK-Liga üblich, wird Olli hier als Erster starten. Danach kommt der Nächstplatzierte aus dem Rennen in Manicur. Und so wird es weitergehen. Jeder hat eine Einführungsrunde. Jeder darf dann eine Runde fahren. Und dann werden wir eine Zeit haben. Natürlich, je später man dran ist, desto mehr Grip ist auf der Strecke, desto besser könnten die Zeiten werden. Das dient auch dazu, das Feld ein bisschen enger zusammenzubringen. Vielleicht auch die ein oder andere Überraschung mit reinzubringen, dass eben nicht die Topfahrer immer ganz, ganz vorne starten und dadurch einen kleinen Vorteil haben gegenüber den anderen Fahrern, wo sie dann im Mittelfeld eben viel kämpfen müssen. Jeder Fahrer kann das nutzen, aber wie wir schon gesehen haben, es macht doch auch manchmal gar nichts aus, weil Smoke, Olli, Slowcoach doch immer sehr oft auch die Pole besetzen. Jetzt schauen wir mal, wo er dann landen wird. Ist jetzt im Mototrom raus und fährt auf die Startziel-Opel-Kurve durchgestochen und jetzt haben wir hier eine 1:17.459 stehen und Olli eröffnet somit das Qualifying heute Abend in Hockenheim im 12. Rennen und ja, wir haben dann auch noch einen Fahrer mit dabei, Klios, das ist eigentlich namentlich noch jemand anderes. Als nächstes der dritte Platz aus dem letzten Rennen, Manicur, ist Mi am Start. Die darf jetzt hier versuchen, die 1:17.459 zu schlagen. Rutscht da sehr durch die Kurve, durch die erste. Das
war dann die Nordkurve, rein jetzt dann durch die Spitzkehre in die Parabolika. Da hat man einmal eine langgezogene Linkskurve, das sieht man auch schon, da kann man Fullspeed eigentlich durchziehen, ist da aber doch schon 2 Zehntel hinter der Bestzeit von Olli. Da muss er sich auf jeden Fall noch steigern. Dann gibt es eine Spitzkehre hinten, die 6. Kurve. Da fährt man dann rein und muss dann raus beschleunigen, kommt dann direkt nochmal ein Rechtsknick danach. Das sieht man schon vorne ganz leicht, bevor es dann in die Mercedes-Arena reingeht. Da kommt man dann auch wieder raus aus der Mercedes-Arena und wenn man da raus ist, kurze Gerade, dann geht es rein ins Eingang Mototrom. 51 Sekunden, schafft sie nur knapp, 3,51 Zehntel hinter der Bestzeit. Jetzt rein ins Mototrom, da wird es ein bisschen rausgetragen. Mir halt so dann wahrscheinlich mit dem 2. Platz. Es sieht nicht so aus, als ob sie hier nochmal Zeit gewinnen könnte. Zumindest derzeitig nicht. Wir sind gespannt dann auch, wo die anderen Fahrer landen werden. Jetzt muss er aber hier erstmal aus dem Mototrom raus, kommt dann in die Rechts-Rechts-Kombination kurz vor Start, Ziel-Opel-Kurve. Da geht's raus und da wird es eine 1,18er Zeit. Da hat sie nochmal richtig viel Zeit verloren. 7 Zehntel nochmal draufgepackt, 1 Sekunde hinter Olli. Und damit Mi jetzt im Moment 2. Aber Murph darf hier dann als Nächster auf die Strecke. Schauen wir mal, wie er sich dann hier präsentieren kann. Wird er auch weit rausgetragen. Ja, da haben wir es schon gesehen, da kommt hinten dann schon der nächste Fahrer dann auf die Strecke in seiner Einführungsrunde. Murph also dann hier mit einem kleinen Heckausbrecher. Muss da also aufpassen, dass er hier nicht zu viel Zeit verliert vor der Parabolika, weil da kann man gut Geschwindigkeit machen und da auch Geschwindigkeit mitnehmen. Jetzt geht es dann rum, gleich wieder der Linksknick für ihn, rein in die Spitzkehre. Und da wird er sehr weit rausgetragen, viel zu schnell. Murph damit jetzt erst einmal mit Problemen, da muss jetzt auf die Strecke hinaus. Natürlich soll die Qualifying-Runde hier nicht beeinflusst werden. Deshalb bleibt auch der bessere Fahrer hier hinten dran. Murph dann jetzt rein in die Mercedes-Arena. Spitzkehrer dann nicht gut genommen, das wird er sich fürs Rennen auch merken. Hat hier kurzen grünen Streifen berührt und jetzt muss er wieder auf die Strecke zurück. Murph Platz Nummer 3 natürlich erst einmal safe, aber da, den wird er nicht behalten können. Kommt jetzt raus aus der Mercedes-Arena, rein dann ins Mototrom. Hat er einiges an Zeit verloren, hat hier den Rutscher gehabt, ist da einmal kurz auf den Grünstreifen hinten gekommen. Jetzt ist er natürlich hier hinten dran, wird dann natürlich vor Smoke starten dürfen, aber ja, das wird ihm nicht schmecken an der Stelle. Jetzt raus aus dem Mototrom und Murph fährt rein in die Box, ist sehr ungewöhnlich, normalerweise hätte er jetzt eine Zeit holen können, aber fährt in die Box, das ist dann doch ein bisschen unerwartet an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, wo Turboralle dann liegen wird, der ist natürlich schon rausgefahren, vielleicht hat das Murph auch so ein bisschen beeinflusst, aber Murph fährt rein und ärgert sich dann natürlich auch über seine... Ja, misslungene Runde. Bin ich mal gespannt, was da dann am Ende entschieden wird auch. Ob er dann hinter Smoke noch starten muss. Ja, Turboralle auf dem Weg. Klios. Ist im Moment sein eingetragener Name, aber er nennt ihn in der BK-Liga unter Ralle entsprechend. Ganz kurz nochmal schauen. Es müsste eigentlich Schummel sein. Wundert mich, dass er hier mit einem anderen Pseudonym unterwegs ist, aber ja. So ist das eben. 1,12. Jetzt schauen wir mal, was so eine Zeit dahinter liegt. Also Torralle ist eben Schummel. Also hat er auch verschiedene Namen und neueste, schnellste Runde. Macht hier einfach mal den 1. Platz. Hat Olli hinter sich gelassen. Jetzt schauen wir dann gleich mal. Slowcoach kommt jetzt auch gerade raus. Jetzt ist Vampy auf der Strecke. Schummel damit jetzt auf Platz Nummer 1, hat also Hockenheim im Griff soweit. Bin ich mal gespannt, was er dann noch zeigen kann im Rennen. Ja, 1,91, da muss er aufpassen, dass er da jetzt nochmal ein paar Sekündchen rausholt. Parabolika für Vampy, der noch ohne Lackierung hier unterwegs ist. Bin ich gespannt, wo er am Ende landen wird. Vor allem, dass Murph in die Box gefahren ist, das hat mich sehr gewundert. Vielleicht darf er seine Runde wiederholen, weil da eben schon mal auch sehr enger mit dran war. Vampy
Muss jetzt im Sektor 2 zeigen, ob er Hockenheim im Griff hat oder nicht. Da merkt man auch, es ist sehr rutschig. Die Fahrer müssen mit den Autos ein bisschen aufpassen. Da ist es natürlich gut, je später man startet. Aber man sieht schon, Wempy auch mit Problemchen. Eine Sekunde schon in der Bestzeit. Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt rein ins Mototrom. Muss da rumziehen. Jetzt ein paar enge Kurven. Und jetzt geht's rein oder raus aus dem Mototrom rein in die Opel-Kurve. Startziel und dann sind wir gespannt, ob er Mi dann noch hinter sich lassen kann. Schafft es auch, damit bleibt Wempy vor Mi. 2 Zehntel, fast 3 Zehntel besser als Mi an der Stelle. Schön für Wempy, da kann er sich nochmal ins Mittelfeld ein bisschen vorschieben. Jetzt ist Slow Coach auf der Strecke 1.17. 392 gilt es zu schlagen. Wir sind gespannt, wie er als Motorsport auch unterwegs ist, weil Smoke werden wir im Qualifying nicht sehen. Der ist gesetzt auf dem letzten Platz oder es könnte auch Murph werden, nachdem er jetzt an die Box gefahren ist und seine Qualifying-Runde nicht beendet hat. Ist jetzt 3 Zehntel hinter der Bestzeit, also Sektor 1 ist schon mal tatsächlich richtig gut unterwegs. Schauen wir mal, wie Slowcoach jetzt hier sich auf der Strecke dann noch präsentieren kann. Kommt jetzt in die erste Spitzkehre rein ins Parabolica. Die richtige Spitzkehre ist dann am Ende der Parabolica. Da kann man eben... Ah, da habe ich mich vertan. Das war tatsächlich die Spitzkehre. Jetzt ist er hier schon in der Mercedes-Arena. Da hat er ganz kurz mal den Reifen rauchen lassen und kurz mal, ja, sagen, quer gestanden. Aber das hat er sofort korrigiert. Rein ins Mototrom. Jetzt schauen wir mal, ist da noch jemand anderes unterwegs? Striker ist noch mit auf der Strecke und ja... Slow Coach jetzt auf dem Weg, da mal ganz kurz gucken müssen, nicht, dass mein Fahrer verpassen, aber Slow Coach jetzt in der Opel-Kurve und zeigt uns jetzt hoffentlich eine gute Zeit. War da ein bisschen hinten dran, aber er hat eine neue schnellste Runde, kann tatsächlich nochmal genau 1 Zehntel voll Schummel abknapsen. Damit Slow Coach auf Platz 1 im Moment und wir haben noch ein paar Fahrer wie Bernd und Pupti und Dennis und Striker, die noch raus müssen. Schauen wir mal, Striker gerade in seiner Qualifying-Runde. 17.7.1.1 ist Sektor 1. Oh, da bleibt er auch mal kurz stehen. Also da haben viele Fahrer Probleme. Die Strecke ist heute sehr rutschig, wie wir schon im Qualifying-Interview gehört haben. Aber Striker muss jetzt eben zeigen, dass er auch in Sektor 2 dann gute Karten hat. Es ist erstaunlich, dass in Sektor 3 tatsächlich hier Slow Coach nochmal richtig gut Zeit rausgeholt hat. Da hatte wohl schon mal auch ein bisschen Problemchen. Aber man sieht es auch, die Spitzkehre hier sehr langsam. Da muss man richtig nach der Parabolika runterbremsen. Da sind einige Gehkräfte am Werk. Jetzt sind wir in der Mercedes-Arena, kommen dann da raus. Bevor es dann ins Mototrom geht, hat man noch mal kurz ein bisschen Verschnaufpause. 1,564 Sekunden innen dran. Mototrom. Ist halt auch das Schöne an Hockenheim, man hat eigentlich viel Strecke, die man auch sehen kann von den Bühnen, das ist immer toll. Schauen wir mal, wo jetzt Striker dann landen wird, wenn durch die Opel-Kurve dann auch durch ist. Hat dann eine Sekunde Rückstand gehabt, aber da kann man vielleicht Sektor 3 nochmal ein bisschen was aufholen, wenn man die Kurven richtig nimmt. Aber das sieht man schon, das wird leider nicht eine Top-Zeit. Ist jetzt im Moment auf dem 6. Platz, reiht sich da dann natürlich vor Smoke ein, auch vor Murph. Moment, ich weiß nicht, wie da dann die Regelung getroffen wird. Das schauen wir dann danach. Jetzt ist Bernd auf der Strecke für Besta Racing. Liffo Race mit Olli natürlich gut vertreten. Wempy hat es auch gut gemacht. 4. Platz im Moment. Jetzt schauen wir Bernd zu, der jetzt die Nordkurve jetzt durch hat. Kommt in den Eingang zur Parabolica. Da gibt es dann auch gleich noch Zeitabnahme. Da ist er hinten dran und eine halbe Sekunde ist dann zu wenig. Da kann er aber dann auch nicht viel machen. Parabolica wird jetzt voll durchgepaced, hat er zu viel Geschwindigkeit am Anfang verloren. Am Ende muss man dann richtig stark runterbremsen. Sieht man auch, da gibt es noch keine Ideallinie. Jeder ist da ein bisschen anders rein. Murph hat es vielleicht ein bisschen zu eng probiert. Jetzt Bernd gut durchgekommen durch die Spitzkehre. Danach kurze Gerade, Rechtsknick rein in die Mercedes-Arena. Dort wird er dann nochmal eine Zeitabnahme bekommen, bevor es dann in das Mototrom geht. Nochmal eine schöne kleine Gerade. Und 1,852 Sekunden hinter der Bestzeit. Also da muss auch Bernd dann sich wahrscheinlich irgendwo in Striker-Region einreihen lassen. Wahrscheinlich auch dahinter wird also dann nochmal zwischen reinkommen, zwischen Striker und Murph. Wir haben dann noch Pupti und Dennis, die da noch ran dürfen. 1,17,292 ist die Bestzeit. Die wurde gefahren von Slowcoach. Dahinter Schummel mit 1,17,392.
2 und 3,183 Sekunden hinten dran. 1,20476 für Bernd. Für ihn wird es heute wahrscheinlich auch mehr um Punkte gehen als um alles andere. Einfach durchkommen. Da muss man natürlich dann auch hoffen, dass andere Fahrer mit der Strecke mehr Probleme haben. Dennis Liforace am Start. Liforace. MS Racing an der Stelle. Das ist natürlich Ente, darf und kann heute nicht. Der hat leider technische Schwierigkeiten. Er kann heute leider nicht antreten, da er mit dem Auto nicht an die Strecke kommt. Das ist sehr schade, weil ich Ente heute gerne gesehen hätte. Aber Dennis vertritt hier natürlich MS Racing. Ähnliche Farben wie Bester Racing, bisschen bläulicher, aber eben auch dunkel. Und das ist meiner Meinung nach, oh, Dennis mit einem Spitzkehrenfehler da wieder rausgetragen, kommt ein bisschen ins Kiesbett. Ja, das muss man eben dann auch sagen, das ist eine schwierige Kurve, da muss man eben richtig runterbremsen. Hinten dran sehen wir auch schon Pupti, die Kapitänin von Motorpower, aber wie diese Saison eigentlich besser unterwegs, hat hier die besseren Zahlen auf ihrer Seite. Ja, und Dennis auf Platz 11, der wird sich halt auch, ja, Fragen gefallen lassen dürfen, warum es im Moment noch nicht so läuft. Aber klar, die Entschuldigung oder die eigentlich auch die Begründung liegt daran, dass er eben neu ist, ist ein Rookie. Und man merkt auch, das ist schwierig, vor allem auch in Hockenheim. Er sitzt hier jetzt auch wieder da, sehr viel Geschwindigkeit noch gehabt, kommt deshalb auch hier am Ende der Kurve mit über die Curbs und muss da aufpassen, dass er nicht von der Strecke abkommt. Und Ente wird hier stark vermisst für MS Racing, weil eben er die Punkte meistens macht und viele Punkte holt. Jetzt 10 Sekunden dran, also Dennis dann auch eingereiht hinter Bernd vor Smoke und vor Murph. Wenn Murph nicht nochmal auf die Strecke kommt, aber ich glaube, der bleibt drin. Der wird sich auch gedacht haben, jo, die Qualifying-Runde, die kann nicht besser werden. Deshalb lieber gleich an die Box, bevor man nochmal eine Runde draußen sein muss. Kann man auch anders sehen, aber Pupti jetzt hier mit der ersten Runde jetzt rein in die Parabolika. Sehen, was eine Zeit sie hier präsentiert. Das ist nicht das, was sie erwartet. Wir haben gar keine Zeitabnahme jetzt angezeigt bekommen. Also sehr ungewöhnlich an der Stelle. Da spielt die Technik anscheinend auch gerade an der Strecke noch ein bisschen ihre eigenen Spirenzien. Aber Pupti jetzt auf dem Weg. Die kommt jetzt durch die Spitzkehre durch. Dann geht sie auf die kleine Gerade. Dann nochmal rechts rein in die Mercedes-Arena. Ja, da kann man noch ein bisschen Speed mitnehmen. Da muss man runterbremsen. Sieht man auch hier schön, wo die Bremsstellen auch sind. Ja, da hat man auch gesehen, da hat Murph vor ein paar ungewöhnliche Bremsspuren hinterlassen. Ja, und Pupti muss jetzt durchziehen. Da hat Dennis sich einmal aus dem Weg begeben. Ja, und 1,17,2,9,2 wird es wahrscheinlich nicht schlagen. Aber wir hatten auch keine Zwischenzeitvergleiche. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sie jetzt auch im Motodrom dann auch rauskommt. Ah, oh, sehr langsam. Ja, und da fährt sie an die Box, rechnet da mit keiner guten Zeit. Pupti also dann auch ähnlich wie Murph. Das ist sehr ungewöhnlich an der Stelle. Und da müssen wir echt mal schauen, was am Ende passiert. Und Pupti fährt in die Box. Also das ist auch, sie wird sich dann hinten ran, rein anreihen. Und ich bin gespannt, wie dann die Aufstellung sein wird. Also im Moment sieht es aus, dass Smoke tatsächlich zwei Plätze gut macht. Zumindest was das Ranking da angeht. Und wir werden schauen, wo wir dann nach dem Warm-up stehen werden. Im Rennen wird es dann natürlich richtig zur Sache gehen. Smoke wird wahrscheinlich nochmal zwei Plätze gut machen. Für ihn natürlich optimal, weil er musste von ganz hinten starten. Murph und Pupti haben ihre Qualifying-Runde nicht beendet, weil sie nicht damit gerechnet haben, überhaupt sich zu verbessern. Starten lieber ein bisschen weiter hinten, weil sie dann sagen, okay, Ruhe bewahren, erstmal sich alles anschauen. Aber wir haben dann somit jetzt Slow Coach vor Olli und dann Vampy. Also interessante Konstellation da vorne. Kein SM Racing, kein Motorpower. Mi hat sich ganz wacker geschlagen, aber am Ende reicht es eben dann nicht ganz nach vorne. Wir gucken ganz kurz nochmal rein. Ja, wir sehen sie nochmal, Mi auf 5. Da haben wir natürlich, ach Schummel, genau, den haben wir ganz vergessen. Zweiter Platz, richtig erfolgreich. Bin gespannt, ob er es im Rennen dann auch umsetzen kann. Wir werden ganz kurz in eine Pause gehen, sehen uns dann zum Rennen wieder. Euer Taika H für BK Gaming. Wir freuen uns drauf. Hockenheim wartet auf euch. Bis gleich. Ja, willkommen zurück bei der BK-Liga. Wir sind kurz vor Rennstart. Taika für euch am Start in Hockenheim. 12. Rennen heute. Ja, 4,574 Kilometer gilt es heute
zu bewältigen für die Fahrer. 70% Vollgasanteil auf Hockenheim, also so eine sehr, sehr schnelle Strecke. Da werden natürlich aber auch die Bremsen stark beansprucht, weil man da hart in die Kurven rein muss. Ja, und wie man vielleicht auch schon von einem anderen mal mitbekommen hat, der linke Vorderreifen ist heute sehr stark beansprucht. Da bin ich gespannt, wie die Fahrer und die Rennstelle darauf reagieren werden. Wir gehen dann gleich an den Start. Slow Coach ist hier jetzt mit dabei. Dann darf sich auch Schummel gleich mal einreihen. Olli, Vampy, Me, Striker, Band, Dennis, Smoke, Murph und Pupti sind dann die nächsten Fahrer. Wir warten auf den Start. Wir warten darauf, dass es dann gleich hier in Hockenheim zur Sache geht. Die Fahrer sind bereit, wir sind bereit. 2018, 2019 in Hockenheim startet jetzt und Slow Coach kommt ganz gut weg. Wir sieht aber Schummel, der hier einen Fahrfehler produziert und gleich mal ganz nach hinten durchgereicht wird. Da schauen wir gleich mal nach vorne, das sieht ein bisschen besser aus. Da hat Olli dann aber auch einen mitbekommen. Vampy ist immer ein Zweiter, damals gerade nochmal einen Bremsfehler gesehen. Da hat anscheinend Smoke ein bisschen... Smoke ist auf Platz 1. Slowcoach hat anscheinend Probleme. Dennis dreht sich da. Da müssen jetzt alle Fahrer aufpassen. Da geht es ganz schön zur Sache. Da gehen wir ganz kurz nach vorne. Smoke hat sich komplett nach vorne befördert durch den Start. Olli hat eine Berührung gehabt. Ist auf Platz 9. Wir haben Pupti auf der 8. Und da gehen wir mal vor. Slowcoach versucht zu überholen. Da wird er aber ganz schön auf die Seite gedrängt von einem Bestra-Fahrer. Da muss er aufpassen, das ist Bernd, der versucht jetzt hier seinen Platz zu verteidigen, aber natürlich die Spitzkehre kommt da und jetzt sind sie hier nebeneinander und Slowcoach ist irgendwie vorbeigekommen. Bernd versucht jetzt auf der Innenseite, versucht den Windschatten zu nutzen, also jetzt am Anfang viel los auf Hockenheim, das ist natürlich auch sehr rutschig. Vampy im Moment auf dem zweiten Platz, wir haben Olli, der jetzt versucht hier nochmal sich nach vorne zu kämpfen, Pupti unter Bedrängnis durch Schummel, da wird sie auch nochmal berührt und Schummel natürlich mit dem Fehlstart hat sich da komplett gedreht, dadurch Olli auch noch ein bisschen mitgenommen, Slowcoach auf 5, Murph auf 4 und das Ganze hat Smoke genutzt, der jetzt im Moment auf Platz 1 fährt. Vampy hinten dran, der wird sich freuen, dass er hier dann vor mir fahren darf auf Platz 2. Da hat es einiges an Turbulenzen gegeben am Rennstart. Also Hockenheim sehr rutschig. Das hat auch dann leider Schummel mitbekommen. Der hat sich da gedreht. Zum Glück anscheinend noch nicht viel am Auto beschädigt. Olli, der Leidtragende, der jetzt auf Platz die im Moment unterwegs ist, natürlich viel zu viel Gas gegeben. Und Bernd, der merkt, dass es hier sehr rutschig ist. Da muss er aufpassen. Tut sich jetzt nochmal hinter Pupti einreihen. Die erste Runde ist damit jetzt vollbracht. Pupti, boah, Schummel, der natürlich sehr schnell unterwegs war. Oh, da hat jemand sehr stark bremsen müssen. Das sieht man auch Murph, der jetzt hier von Slowcoach überholt wird. Und vorne weg fährt Smoke. Dann haben wir Vampy und wir sehen schon Striker, der an Pit geht. Da gucken wir ganz kurz rein. Ja, der hat wohl auch ein bisschen was mitbekommen. Schauen wir ganz kurz, ob wir hier irgendwas erkennen können. Aber da scheint erstmal alles soweit in Ordnung zu sein. Dann springen wir wieder ganz nach vorne. Smoke darf auf Platz 1 ganz ja, weit hinten gestartet, aber hat den Unfall von Schummel nutzen können. Den komischen Starter, da einmal zu viel Gas gegeben, hat sich dafür spekuliert. Viel zu viel Gas, dann rüber gedriftet und damit jetzt natürlich auch sehr weit hinten. Olli, der Leidtragende, der vor ihm und auf Platz 6 fährt. Wir haben Vampy vor Me und hinten dran haben wir Slowcoach, der sich wieder nach vorne arbeitet. Und Me rutscht da über die Curbs. Slowcoach muss aufpassen, weicht da aus. Da hat er natürlich die Angst gehabt, dass jetzt Me hier noch weiter rausgetragen wird. Das ist sehr rutschig in Hockenheim, sehr schnelle Strecke. Da muss man natürlich die Balance finden. Und Me hat sie im Moment noch nicht gefunden. Jetzt ist Slowcoach dran, versucht jetzt mit einem Überholmanöver eventuell ranzukommen. Saugt sich daran. Aber am Ende bleibt Me vorne. Jetzt geht es dann gleich rauf auf die Kurve rein zur Parabolika. Und Slowcoach ist dran. Also Me mit Problemen. Von hinten schaut sich das ganze Murph an. Es sucht hier ein bisschen vielleicht nochmal an Slowcoach vorbeizukommen. Me kann sich jetzt durch eine kleine Bremsaktion hier ein bisschen absetzen. Da ist er also auch gut Feuer drin. Olli auf Platz 6 und Schummel auf 7. Die beiden sind natürlich auch sehr schnell. Bernd jetzt unter Druck von Pupti und wir gehen natürlich in das Duell hier wieder rein. Vampy hinter Smoke und jetzt schauen wir mal. Slowcoach versucht es auf der Innenseite. Da hat Me aber natürlich einen Vorteil, mehr Geschwindigkeit mitzunehmen. Kann hier dann vor nach der Spitzkehre sich hier gut wegdrücken. Und natürlich werden wir schon mal fragen müssen, was er sich beim Start da gedacht hat. Ja, ein Slowcoach ist recht schnell unterwegs, hat hier Platz 1 erstmal gehabt, aber dann auch verspielt. Wieso, weshalb, da müssen wir nochmal nachschauen. Vielleicht hat er da im Rückspiegel auch zu sehr geschaut, was da hinter ihm passiert ist. Bisschen abgelenkt durch den kleinen Ausflug von Schummel in Olli. Und Me versucht hier ihren Platz zu verteidigen, wird unter Druck gesetzt, hat hier sehr viel Geschwindigkeit.
aber kommt gut durch. Hinten dran Murph, der schaut sich das alles ein bisschen an, will hier gar nicht so aktiv dran teilhaben. Er befürchtet, dass da eventuell dann was passieren könnte, aber natürlich Slowcoach hinter Mi, der will hier den dritten Platz zurückhaben. Pole Position gehabt jetzt, aber bei Smoke liegt er auf Platz 1 unterwegs, ist Vampy auf 2, der kann natürlich jetzt heute hier für Live4Race viele Punkte holen, wenn das klappt. Und Slowcoach versucht seinen Platz erst einmal zu verteidigen, weil jetzt Murph gerade so ein bisschen rankommt auf der Geraden. Und da sieht man auch, auf der Geraden ist Slowcoach jetzt nicht der Schnellste. Da kann Mies sich wieder absetzen und Murph kommt dran. Hinten dran Olli, der natürlich alles probiert, um hier mitzuhalten. Gucken wir ganz kurz nach vorne. Smoke, er hat sich auch noch nicht absetzen können. Also man merkt, Hockenheim sehr schnell, aber da macht er jetzt einen kleinen Fehler. Vampy kann es nicht nutzen. Oh, Mi auch ganz kurz quer gestanden, haben kurz die Reifen blockiert. Aber das seht ihr auch hinten dran, bester Racing-Fahrer Schummel, der hier am Start für viel Unruhe gesorgt hat. Dadurch auch das komplette Feld durchgewürfelt hat. Striker war schon in der Pit, der hat sich wohl ein bisschen was zugezogen, musste was reparieren lassen. Jetzt schauen wir mal, in den Kurven ist alles eigentlich in den Karten bei Slowcoach. Der kann immer gut rankommen. Hat das Infield sozusagen... Oh, da berührt er jetzt Mi, die sehr stark gebremst hat und die kommt jetzt hier raus. Und muss ins Kiesbett, da wird Slowcoach wahrscheinlich auch eine Strafe für bekommen. Weil das eben nicht passieren kann, dass man da von hinten reinfährt. Und Mi muss jetzt hier irgendwie schauen, wie sie rauskommt aus dem Kiesbett. Achter Platz jetzt für sie, das wird sie ärgern. Slowcoach dadurch auf Platz 3 vorgekommen. Mal sehen, ob die Strafe dann im Rennen noch ausgesprochen wird oder nach dem Rennen. So wie es eben bei Smoke dann auch der Fall war. Platz 4 für Murph. Der darf jetzt schauen, ob er hier dann gut durchkommt und vielleicht auch ein Slowcoach dran bleibt. Da war jetzt Olli auch im Genick sitzen. Kann hier also erst einmal... So, Slowcoach unterwegs und versucht hier seinen Platz zu verteidigen gegen Murph. Da war auch gleich noch Olli dann im Hintergrund hinter sich. Und Murph versucht mehr Geschwindigkeit mitzunehmen, aber Olli versucht es jetzt hier auf der Innenbahn, schafft es aber nicht vorbeizukommen. Hinten dran Schummel, der da ein bisschen Problemchen hat mit der Strecke, weil es einfach für ihn gerade ein bisschen zu rutschig ist. Slowcoach, der wird sich auch natürlich fragen, ob er jetzt noch eine Strafe bekommt oder ob das danach im Rennen passiert. Jetzt haben wir Vampy. Und der versucht dann Platz 2 hier zu holen und ein kleines Ding auch zum Match-Kommentar oder zum Rennkommentar. Ich wünsche mir doch, dass da ihr ein bisschen fair unterwegs seid. Eure Dispute handelt ihr dann bitte direkt mit der Liga aus, weil es hier mit der Übertragung nicht viel zu tun hat an der Stelle. Ansonsten fühle ich mich selbst ein bisschen persönlich angegriffen. Ich versuche immer fair zu sein und das gilt auch für die Liga. Also da entsprechend bitte auch dann... mit dem Kanal hier umgehen. Ja, Vampy gut unterwegs, Smoke auf dem ersten Platz. Schauen wir mal, Slowcoach auf dem dritten, Murph auf dem vierten. Und dann haben wir eben Olli an der Stelle, der auf dem fünften unterwegs ist. Schummel auf dem sechsten, Pukti auf dem siebten und Mi musste an die Pit. Hat hier tatsächlich auch mehr Schaden davon getragen, als ihr recht war. Bernd auf 8, Dennis auf der 9. Striker auf der 10 und Mi auf der 11, die waren der Pit, ist jetzt Striker hier unterwegs. Wird sie natürlich ärgern, dann wird es dann 2-Stop draus, das kann kein Fahrer gebrauchen. Und Smoke kann sich so ein bisschen absetzen, hinter ihm jetzt dann Vampy unterwegs, der jetzt unter Druck kommt. Da haben wir Slowcoach, der natürlich versuchen wird hier Vampy anzugreifen. Die beiden RS Motorsport fahren natürlich stark unterwegs. Live4Race eigentlich auch, die haben hier noch eine gute Platzierung, aber es sieht schon, Slowcoach greift an und kann hier einfach so an Vampy vorbeiziehen. Hat sich jetzt einen zweiten Platz erobert, war ein bisschen schnell, kommt hier ins Gras, jetzt muss er aufpassen. Da versucht er seinen Platz zu halten, Vampy kann gerade noch so sein Auto auf der Strecke halten. Hat kurz mit seinem linken Vorderreifen Slowcoach berührt und Vampy jetzt gerade nicht so schnell unterwegs. Da kommt jetzt auch Murph nochmal ran und die beiden RS Motorsport-Fahrer, klar, die sind jetzt zusammen unterwegs. Versuchen sie hier nochmal vorzukämpfen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber man sieht es auch, die Top 5 sind hier beisammen. Da wäre auch Mi dabei, hätte Slowcoach sie nicht hier ein bisschen erwischt. Jetzt schauen wir mal Smurf hier mit ein bisschen Problemen. Natürlich, man merkt, die Rennstrecke ist... Ich habe ihn, zu dem Kommentar auch noch, er wird auch wieder ab dem nächsten, also ab heute Abend wieder dann hier vorbei sein. Ich habe ihn nicht ohne Grund gesperrt. Er soll einfach mal runterkommen und ja, sich fragen, ob das überhaupt hier was zu suchen hat. Da kann er gerne das Ganze anders klären.
Und jetzt gibt's hier die Berührung und da gibt's den Unfall und Olli ist der Nutznießer mit 10, auch da ist Mii jetzt mit einem Fehler unterwegs. Das Slowcoach wurde hochgehoben von Murph und dadurch Olli jetzt auf Platz 2, also da ist einiges los. Die Rutsche gestreckt, die fordert hier ihren Tribut und wir sehen's auch. Da ist jetzt Slowcoach wieder vorbei, Smoke vorbei an, da wurde Smoke tatsächlich angehoben, an Olli und Smoke damit jetzt vorbei. Aber da wird's dann nach dem Rennen natürlich Diskussionen geben, da werden auch dann die Stewards dran sein. Und wie gesagt, ich bin da ein Mensch, ich möchte hier einfach auch fairen Umgang miteinander, aber das heißt auch, dass man einfach mal seinen überhitzten Kopf hier ein bisschen abkühlen muss, im Rennen auch, und das versuchen die Fahrer natürlich, aber da passiert gerade so viele, dass man nicht genau weiß, ob sie damit zufrieden sind. Und wir haben eben Pupti, wir schauen mal, wir haben Mii gesehen, die jetzt noch im Rennen versucht drin zu bleiben, irgendwie ihr Auto sich in die Box zu schleppen an der Stelle. Und Striker sucht hier, sich vorbeizudrücken an Dennis. Schafft es auch, nimmt die Innenbahn, kann die Spitzkehre nutzen. Und Dennis wird ein bisschen überrascht. Bernd auf 8, Pupti auf 7. Wir gehen wieder vor. Schummel ist dran an Wempi, der ganz schön abgebaut hat jetzt in dem Rennen. Wird sich auch durch die Frage stellen lassen müssen, was da passiert ist bei ihm. Murph auf 4. Oh, da hat man Dennis jetzt, der hier im Gras liegt. Und ja, Olli auf Platz 3 liegend, wird sich freuen, dass er den ganzen Unfall da für sich nutzen konnte. Platz 3 für ihn im Moment. Er weiß natürlich auch, um was es hier geht. Er möchte mit Live for Race hier weiter nach vorne stechen, möchte auch Punkte nach vorne aufholen. Ist da auch auf dem Weg, da seine Versprechen ein bisschen einzulösen, dass er die Saison vorne angreifen wird. Aber klar, da ist erst Motorsport jetzt vorne dran. Slowcoach auf 1, Smoke auf 2. Da gab es eben auch die Berührung, da gab es eben die kleinen Dinge. Wir sehen auch Smoke, der hier ganz schön reifen lässt. Da hat es gut gedampft. Also da muss uns auch aufpassen. Slowcoach auf Platz 1. Aber du hast echt. Ich werde hier ganz kurz nochmal was ändern. Und werde das Ganze dann. So, dann machen wir das doch so. So, Slowcoach auf der 1, Smoke auf der 2. Wir haben Olli, der auf Platz 3 unterwegs ist. Wir haben dann Murph, der auf Platz 4 unterwegs ist. Und Vampy auf Platz 5. Der muss hier jetzt hart gegen Schummel kämpfen. Schummel schaut natürlich, dass er hier irgendwie angreifen kann, aber Vampy macht es ihm natürlich auch nicht leicht. Jetzt versucht er es auf der Innenbahn, zeigt es kurz im Spiegel. Vampy weit rausgetragen, lässt sich davon nicht beeindrucken, bleibt vor Schummel. Und vorne ist Olli jetzt abgehängt von den beiden Erstmotorsportfahrern. Die werden jetzt im Duett da vorne natürlich schauen, dass sie irgendwie sich durchziehen. Smoke und Slowcoach. Beide gut unterwegs. Natürlich Smoke versucht seinen Vordermann so ein bisschen unter Druck zu setzen. Vielleicht kann er da dann Nutznießer werden von einem Fehler, damit er wieder auf Platz 1 vorkommt. Aber er wird auch wissen, Slowcoach und er sind da anders unterwegs. Wie vielleicht auch Ente und Smoke vor 2 Jahren, die sich da doch einen harten Kampf geboten haben. Slowcoach und Smoke wissen natürlich, was abgeht. Olli auf Platz 3. Murph auf Platz 4. Und so gehen wir jetzt erst nochmal weiter ins Rennen. Hockenheim. Langsam kommt der Grip dazu. Das merken auch die Fahrer. Da werden die Zeiten auch ein bisschen besser. Vampy jetzt aber unter Druck. Da ist jetzt Schummel dran. Der versucht hier nochmal jetzt anzugreifen. Hat mehr Geschwindigkeit am Anfang gehabt. Jetzt Vampy wird sehr weit rausgetragen. Kriegt sein Auto auch nochmal unter Kontrolle. Viel zu viel Geschwindigkeit mitgenommen. Schummel kommt wieder ran. Und das merkt man jetzt auch. Vampy unter Druck. Und damit jetzt Schummel vorbei. Platz 5 für ihn. Und damit ein Platz verbessert. Vampy fällt zurück, hat vorher noch Platz 2 Intus gehabt, aber durch den Fahrfehler hat er vielleicht auch einen kleinen Aufhängungsschaden bekommen. Da müssen wir natürlich dann drüber reden nach dem Rennen. Platz 4 dann hier für Murph. Vorne Olli, der jetzt auf Striker aufläuft, der überrundet wurde durch Smoke und Slowcoach. Und die beiden hier im Duett unterwegs. Jetzt suchen die vor der Parabolik gar noch ein bisschen was rauszuholen. Jetzt geht es dann rein in den Eingang zur Parabolika.
Und danach geht's dann in die Spitzkehre. Und Olli muss irgendwie an Striker vorbei, der natürlich am Anfang ein bisschen Pech hatte. Wir sehen Mi, die hat's nicht geschafft, leider hier durchzukommen. Und wir werden mal schauen, ob wir sie auch dann dazu bekommen. Ja, Mida leider ausgefallen. Wir haben sie halt eben dann leider nur gesehen, wie sie noch sich in die Box schleppen konnte. Schummel hat einen Platz gut gemacht. Ja, und ich sehe gerade, wir haben Mi dann auch zugeschalten. Ja, Mi, woran lag's? Was ist passiert? Wir haben leider nur noch gesehen, dass du dann ohne Reifen vorne und Flügel unterwegs warst. Ja, ganz genau. ja, es ging ja recht gut los. Der Start war gut, ich konnte Platz 3 auch gut verteidigen. Dann ist mir, ich glaube, das Slow war das, der ist mit mir hinten raufgefahren, dann war schon die Aufhängung kaputt. Ja, da war dann dementsprechend schon die Motivation recht im Keller. Ja, dann habe ich versucht, das Ganze ordentlich aufzuholen mit einer reparierten Aufhängung. Bin dann einmal ins Rutschen gekommen, habe direkt die Schnauze vorne verloren. Den Reifen verloren und dann dann ging gar nichts mehr. Ja, die Box dann nichts mehr reparieren können an der Stelle. Ja, in der Meisterschaft sieht es ja im Moment eigentlich ganz okay aus. Man hat ja auch nochmal einen dritten Platz in Zolder geholt. Manikur lief es ja auch ziemlich gut. Heute jetzt leider der Ausfall. Was versprichst du dir denn dann von Road America für dich? Ja, ist heute natürlich sehr schlecht gelaufen für mich, ehrlich gesagt. Ich hätte gute Punkte holen können. Ich hätte fürs Team gute Punkte holen können, weil der dritte Platz, der ist ja noch nicht sicher. Wir stehen immer noch ein bisschen auf der Kippe, sag ich mal. Ja. Und Road America muss jetzt wirklich fluppen und da darf nichts schief gehen, da muss mal alles sitzen. Weil ich habe so langsam das Gefühl, man wechselt sich ab mit dem Ausfall und das sollte nicht so sein. Sollte nicht die Regel sein. Ja, wie siehst du auch jetzt den Rennunfall? Man hat es auf der Kamera gesehen, der Slowcoach hat dich von hinten erwischt. Wie siehst du den Unfall an der Stelle? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Kann sein, dass ich da zu früh gebremst habe, dass er da nicht reagieren konnte. Da muss die Rennleitung sich das angucken und gucken, ob und wie sie das ahndet. Aber ich vermag hier noch kein Urteil aufzusprechen. Okay. Dann Dankeschön auf jeden Fall, Mi. Wir wünschen dir dann auch viel Spaß, leider beim Zuschauen und beim Anfeuern von Pupti, aber sie ist ja auch heute im Moment auf dem 7. Platz unterwegs. Was glaubst du denn, was bei ihr noch möglich ist heute? War eigentlich relativ gut. Also ich glaube schon, dass sie noch den ein oder anderen Fahrer einholen kann. Leider am Anfang, am Start, hat es ein bisschen gehapert, aber naja, das lässt sich ja noch gut machen. Ja, das lässt sich noch gut machen. Gab ja auch bei Schummel so einen komischen Start. Also da muss man auch nochmal nachschauen. Der hat sich sehr arg in Olli reingedreht. Hast du das so mitbekommen oder bist du einfach dann weitergefahren? Ich hab's noch mitbekommen. Ich habe nur gedacht, ich möchte jetzt nicht in Ollis Position sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich dann gemacht hätte. Ja, müssen wir gucken, was da schon wieder falsch gelaufen ist. Waren ja ein paar Sachen, die jetzt schon in den ersten paar Runden passiert sind. Also die Rennleitung hat jetzt schon sehr viel zu tun. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was dann auch zu Road America dann für Strafen ausgesprochen werden, wenn welche ausgesprochen werden. Da müssen wir natürlich schauen, was kommt. Auf jeden Fall danke dir. Dann werde ich auch an Pupti da noch die Daumen drücken und euch noch viel Erfolg. Und wir hoffen, dass es dann bei Road America natürlich für dich auch wieder besser läuft. Dankeschön. Ja, das war jetzt Mi an der Stelle und sie hat uns ein bisschen Einblick gegeben, wie es eben zu ihrem Ausfall kam. Ja, die Strecke ist rutschig und es kam ihr jetzt leider nicht zugute. Da hat sie dann tatsächlich eine Kurve unterschätzt, Flügel weggefahren, Reifen weggefahren, keine Chance mehr, es zu reparieren. Entsprechend keine Punkte in der Meisterschaft, ist man natürlich als ein SM Racing dran. Konnte sie auch ein bisschen überholen an der Stelle. Muss natürlich jetzt schauen, ob man die Punkte nochmal holt. Striker ist noch dabei, Murph ist noch dabei, sogar mit einem guten 4. Platz im Moment. Upti die Einzige, die jetzt noch Punkte holen kann auf Platz 6. Sie hat jetzt hier auch Vampy mittlerweile hinter sich gelassen, ist gerade mit der Überholaktion durch. Und Vampy hat Probleme, der scheint auch mit der rutschigen Strecke nicht ganz so klar zu kommen. Ich bin gespannt, also Schummel hat so ein bisschen in die Karte gespielt, hat eine richtig gute Zeit im Qualifying rausgefahren. Und er für mich natürlich auch einer der Fahrer, die hier ganz vorne fahren können. Er braucht noch ein bisschen Konstanz. Er muss noch ein bisschen schauen, dass er ein bisschen ruhiger fährt, ein bisschen vom Kartsport wegkommt und eben in den Formelwagen sich noch ein bisschen zurechtfindet. Aber ein starker Fahrer und da bin ich echt gespannt, wie es sich entwickeln wird, auch über die Saison und über die nächste Saison hinweg.
Da bin ich echt gespannt, weil er kann einer der Kandidaten werden, die ganz, ganz vorne mitfahren. Genauso Olli, also da ist im Moment auch so ein bisschen der Generationswechsel angestrebt. Natürlich aus Smokes und Slowcoachs Sicht eher weniger. Da möchte man dann auch eher die alten Hasen, die Rekordfahrer hier ganz vorne sehen, was sie auch im Moment tun. Also das sieht auch Hockenheim liegt Smoke und Slowcoach, die fahren hier vorne weg. Natürlich gab es da auch die Berührung Slowcoach mit ja, noch zu klärendem Verhalten mit Mie zusammen, wo er eben hinten sie berührt. Weiß nicht, ob da dann eine Strafe kommt oder nicht, das werden wir sehen. Smoke wurde heute bestraft, er durfte von hinten losfahren, aber er hat sich eben am Start durchsetzen können. Guten Start hingelegt, Platz 1 für ihn. Dadurch und Slowcoach war da zwischenzeitlich, hat dann aber auch nochmal ein bisschen Probleme bekommen, weil Wempi ihn da erwischt hatte. Da jetzt einiges zu klären, auch von der Rennleitung her, und da sind wir echt gespannt, was am Ende dann rauskommen wird an der Stelle. Ja, Murph gut unterwegs. Wäre mal schön, wenn er heute wieder auf dem Podium landen könnte, aber da steht eben Olli, Slowcoach und Smoke im Weg. Und ganz so weit ist man bei SM Racing dann tatsächlich noch nicht. Da muss man der Realität ins Auge blicken. Man fährt so ein bisschen hinterher. Man hat viele Ausfälle gehabt. Das schafft es im Moment nicht, ganz nach vorne zu kommen. Bin auch gespannt. Bei Murph gab es ja vor der Saison schon ein paar Aussagen, wo man nicht wusste, wie es weitergeht. Auch bei ihm und auch mit SM Racing. Da war ein bisschen der Clinch drin. Man hat sich dann aber dann doch nochmal aufraffen können, um dann doch in der Formel mitzufahren. Bin gespannt, ob sich das nächstes Jahr dann weiter so hält. Also SM Racing auch so ein bisschen in der Krise. Man merkt es bei Striker, man merkt es bei Murph. Die Motivation ist zwar da, doch nicht ganz hinten zu fahren und doch irgendwie ein gutes Ergebnis rauszuholen, aber ganz nach vorne kommt man gerade nicht. Und das ist auch eine Kopfsache. Da muss man vielleicht auch Klarheit schaffen bei SM Racing, wie es nächste Saison weitergeht, ob es weitergeht oder nicht und wie man da eben dann aufgestellt ist. Aber im Moment Murph motiviert zumindest dabei, dass er jedes Rennen mitfährt, dass er schaut, dass er immer gute Platzierung kommt. Er hat auch ein bisschen technische Probleme gehabt. Das wirkt sich natürlich alles auf die Saison aus, deshalb auch Motorpower, die jetzt erstarkt sind die Saison, die so langsam auch vorne Luft schnuppern. Das ist natürlich auch so im Kopf drin, da weiß auch Murph jetzt natürlich und Striker, hey, da ist eine Generation am Kommen, die vor und ein Fahrerlager, ein Fahrerteam, das so vorher noch nicht ganz nach vorne fahren konnte, haben zwar immer auch mal dritte Plätze geholt und aber haben mit dieser Saison das erste Mal auch es geschafft, ganz, ganz vorne zu fahren. Haben es das erste Mal geschafft, auch konstant das zu leisten. Mit Mie zusammen auch Pupti, die davor schon stark war. Zuvor hat man eben Pupti gehabt, die sehr stark unterwegs war. Jetzt ist Mie sehr stärker geworden. Also da auch bei Motorpower natürlich auch die Frage, wie es in dieser Saison weiter wäre. Es gab ja auch das Gerücht vor der Saison, ob nicht Mie dann wechselt zu RS Motorsport. Das hat sich dann alles in Schall und Rauch aufgelöst. Man hat dann Slowcoach eben auch geholt und mit ihm zusammen eben dann auch wieder den Rennsportstall RS Motorsport da wieder nach vorne gebracht. Hat einen alten Hasen geholt, man hatte Olli zuvor rekrutiert in der Vorsaison. Jetzt ist Schummel noch mit dabei, wir sehen jetzt auch Dennis, der ausgefallen ist, leider an der Stelle. Hat natürlich gehofft, dass er noch Punkte holen kann für sein Team MS Racing. Ja, aber da ist im Ende heute auch nicht dabei. Ist mal ein bisschen allein im Funk und hat eben nicht den erfahrenen Fahrer Ente mit dabei. Hätte vielleicht geholfen auf der Strecke. Der Olli auf Platz 3, der macht sein Ding, aber man sieht es auch, er kommt noch nicht ganz ran an Slowcoach und Smoke. Das kommt jetzt stark auch auf die Pitstops noch an. Da ist das Team von Live4 Race natürlich richtig stark bisher gewesen. Und Olli auf Platz 3 weiß natürlich, dass er hier noch viele Punkte holen muss, damit er hier auch nach vorne kommen kann. Vielleicht auch Slowcoach noch mehr Punkte abknapsen kann. Im Moment nicht möglich, da Slowcoach vor ihm fährt und hinter ihm Murph unterwegs ist. Murph hatten wir ja schon angesprochen. Bei Schummel, wie gesagt, ein toller Fahrer, noch sehr jung, hat einiges Potenzial und das zeigt auch immer wieder, sogar den Qualifying zweiter Platz geholt. Überraschend, dann aber einen schlechten Start hingelegt. Das sind eben die kleinen Fehler, die man macht, so wie jetzt auch hier, wo man weit rausgetragen wird. Aber er hat eben das Potenzial, hier ganz, ganz nach vorne zu kommen. Vielleicht auch jetzt erstmal die Saison nutzen, Erfahrungen sammeln, gucken, was und wie man hier dann anbringen kann. Und wie man sich verbessern kann, ein bisschen bei den Fahrern abschauen, was eben geht. Ja, er ist eben mit Band zusammen bei Bester Racing, hat er eben auch mit Band jetzt nicht den erfahrenen Fahrer mit am Start. Er ist zwar jetzt auch schon die zweite Saison mit dabei oder die dritte sogar, aber ja, Band muss eben auch noch einiges verbessern, aber er kann natürlich auch schauen, dass er hier nach vorne fahren kann.
Dazu muss er eben jetzt Punkte holen. Im Moment Platz 8 ist so eine konstante, ja, unteres Mittelfeldfahrer, kann sich aber auch noch verbessern. Da ist aber schon mal natürlich ganz anderes Talent im Moment. Aber Bent, wenn er mit viel Training ankommt, dann kann er natürlich auch viel über Training rausholen. Kann er ja auch nach vorne fahren, das haben wir auch schon mal gesehen, dass er auch, wenn er denn gut vorbereitet ist, dass einiges rausholen kann. Da bin ich echt gespannt, also auch für Bernd, dass er hier dann was leisten kann. Ja, Vampy mit Platz 7 unzufrieden wahrscheinlich. Qualifying richtig gut. Der Start auch gut. War mal auf dem zweiten Platz vorgefahren, vom dritten auch, ja, oder von der guten Platzierung aus, mal hinter Olli. Ja, Olli dann leider, ja, durch Schummel da ein bisschen gehandicapt gewesen, was den Start angeht. MP hat das ausnutzen können, aber auch Smoke, der von sehr weit hinten nach ganz vorne gefahren ist. Und da, muss ich sagen, hat Schummel leider seinen Teil so beigetragen. Ich bin echt gespannt, was da dann die Anleitung entscheiden wird an dieser Stelle. Wir haben Pupti auf Platz 6. Die muss natürlich schauen, dass sie irgendwie ins Ziel kommt. Wichtige Punkte dann für Motorpower. Das hatten wir ja schon thematisiert. Man ist bei SM Racing natürlich, ja, mit einem Auge bei Motorpower, weil die eben auch Konkurrenz derzeitig darstellen. Erst Motorsport ist zu weit weg, um da im Moment den Blick drauf zu haben. Man muss eben bei Erst Motorsport auch sehen, die Jungs haben sehr viele Punkte rausgefahren. Das Low Coach war nicht immer dabei. Smoke hat viele erste Plätze geholt diese Saison. Ja. Und ja, dieses Mal gibt es auch mal wieder einen Amazon-Gutschein in Wert von 50 Euro. Wurde mir so von der WK-Liga mitgeteilt, deshalb sage ich euch das auch. Und ihr könnt über das Kontaktformular auf der Homepage, das zweite Kontaktformular, das an die Redaktion geht, also da bitte drauf achten, mitmachen. Ihr müsst die Frage beantworten und natürlich eure Kontaktinformationen hinterlassen, damit die Redaktion euch dann auch kontaktieren kann. Die Frage lautet, wer gewann denn letztes Jahr in Hockenheim? Ich kann euch so viel verraten, dass vor zwei Saisons Smurf, Pupti und Smoke dieser Reihenfolge gekommen sind. 2017 und 2018 müsst ihr eben dann auf der Homepage nachschauen oder jetzt noch im Kopf, wer da gewonnen hat. Wer es weiß, einfach die Antwort ins Formular auf der Homepage unter Kontaktformular, das zweite für die Redaktion. Und wenn ihr das gefunden habt und das ausgefüllt habt, dann abschicken und kommt in die Lostops, wird ausgelost. Alles rechtliche, alle Thematik außenrum müsst ihr dann bitte auf der Homepage nachschauen, weil das hat dann wenig mit mir selbst zu tun. Das ist eben von der BK-Liga so ausgetragen worden. Ja, Vampy auf dem 7. Platz, Upti auf dem 6. Wir gucken ganz kurz mal zu Bernd. Der hat sich nämlich gerade leider sein Auto kaputt gefahren. Ich bin gespannt, ob er überhaupt das noch reparieren kann. Sehr ähnlich. Ja, da überschlägt er sich sogar nochmal. So, da hat er ganz schön Probleme. Bernd damit aus dem Rennen raus. Und damit werden wir jetzt erst einmal zu Slowcoach gehen. Bei Striker müssen wir auch mal schauen. Da haben wir ganz gerade keine Fernsehbilder mehr bekommen. Aber Bernd damit auch raus. Damit bester Racing um einen Fahrer weniger beteiligt hier in Hockenheim. Ja, Slowcoach auf dem 1. Ich frage mich gerade, Smoke, wo bist du? Er hat wohl hier einen kleinen Fehler produziert, Platz 4 für ihn. Also man merkt schon, Hockenheim ist eine schnelle Strecke, dadurch aber auch sehr anspruchsvoll, weil man eben in den Kurven dann tierisch aufpassen muss. Es ist rutschig in Hockenheim, man muss erstmal den Grip auf die Strecke bekommen. Der ist zwar schon langsam ein bisschen da, aber man merkt es auch bei Smoke, selbst Fahrer wie er, die Rekordmeister sind, können hier Fehler machen. Ja, Smoke auf Platz 4, Murph auf Platz 3. Smoke jetzt auf dem Weg in die Box. Der hat sich jetzt entschieden, nachdem er einen Fahrfehler produziert hat, dass er doch mal an die Box geht. Vielleicht muss er auch was reparieren. Olli auf Platz 2, Slowcoach auf der 1. Oh, bremst hier hart rein. Also da nach der Startziel geht es halt auch mal schnell rechts rum. Wir gucken mal ganz kurz bei Smoke zu. Da wird dann gleich demnächst das repariert werden. Wird dann wahrscheinlich hier auch dann bald hoffentlich losfahren können. Wir sehen gerade, Striker hat wohl technische Probleme an der Stelle. Upti kommt jetzt auch rein, also sie auch mit dem Boxenstopp. Damit jetzt aber auch schon vier Fahrer ausgeschieden.
Ungewöhnlich für Hockenheim an der Stelle. Klar, wir hatten eine rutschige Strecke, aber... Sieben. Bernd auf Platz 8 ausgeschieden. Wempi darf sich freuen, er hat jetzt nochmal ein paar Plätze gut gemacht. Nicht wirklich, aber zumindest kann er seinen 7. Platz jetzt verteidigen. Jetzt ist Wuppi natürlich in der Box. Smoke fährt jetzt los, hat also einen sehr langen Boxenstopp hinter sich. Wempi auf der 5. Da vorbeikämpfen können, aber da wird Smoke dann natürlich vorbeiziehen. Schummel auf der 4. Der hat schon ein bisschen mehr Vorsprung vor Smoke, also da muss Smoke schauen, ob er da dann auch Schummel wieder einholen kann. Murph auf der 3, SM Racing, damit jetzt zumindest auf dem Podium Platz, wenn man ihn halten kann nach dem Boxen. Da bin ich echt gespannt. Murph jetzt auf dem Weg, bremst sich hier rein, muss natürlich die Geschwindigkeit einhalten der Boxengasse. Olli auf der 2. Der kann eventuell tatsächlich Smoke auch dann hinter sich lassen. Slowcoach auf der 1. Das wäre natürlich für Olli jetzt nicht optimal. Er hätte lieber Smoke vor sich und Slowcoach hinter sich, aber damit muss er jetzt im Moment leben. Murph parkt. Schummel fährt schon wieder los. Vampy auf der 5 ist jetzt auf dem Weg. Wir haben Smoke auf der 6, der sehr, sehr lange stand. Musste wohl was reparieren lassen an der Stelle. Ja, und Vampy auf der 5, das wird so auch nicht halten. Ah, nee, Schummel steht jetzt erst da mal tatsächlich die Boxengasse. Dann falsch interpretiert. Murph auf der 3, das schauen wir ganz kurz. Vampy kann jetzt vorbeiziehen, aber der wird halt dann auch ein bisschen mehr tun müssen, als nur eben vorbeiziehen. Da wird er jetzt viel Zeit rausfahren müssen. Smoke jetzt auf der Geraden. Und der Murph ist unterwegs, aber da ist Smoke halt eben auch gut unterwegs. Der hat jetzt hier den 4. Platz und lässt Murph, das ist ja so lange war der Smoke Boxenstopp gar nicht, haben wir tatsächlich unterschätzt an der Stelle. Ja, Murph, der jetzt auf Platz 5 liegend ist, der weiße Olli und Vampy müssen noch rein, genauso Slowcoach. Also alle drei Fahrer, die noch vorne sind, bleiben länger draußen, haben wohl viel getankt, Schummel jetzt auch im Weg nach draußen. Der hat aber am Start halt seinen 2. Platz hier stark verspielt. Leider muss man sagen, es hätte mich sehr gefreut für Schummel, wenn er hier tatsächlich nach vorne gefahren wäre und hier vielleicht auch sogar noch um den 1. Platz mitfahren hätte können. Olli auf Platz 2. Er kann eventuell seine Position verteidigen, muss dafür jetzt aber auch gute Rundenzeiten hinlegen. Slowcoach wird seinen 1. behalten. Wir gucken mal ganz kurz in die Timings rein. Das sieht es auch. Olli ist 4 Sekunden hinten dran, kann da ein bisschen aufholen. Dann Smoke, der hat halt schon 50 Sekunden Rückstand. Nein, das ist MP. Smoke hat über eine Minute Rückstand. Also da ist auf jeden Fall was drin. Coach auf der 1. Schauen wir mal, wo er dann am Ende stehen wird, wenn er keinen Fehler mehr macht und weiterhin seinen Vorsprung halten kann. Boxenstopp funktioniert, dann wird er vor Olli bleiben. Es wird natürlich für Olli ein Schade sein, weil er eben Slowcoach auch in Punkten überholen möchte und seinen Vorsprung halten möchte dann. Aber Smoke auf Platz 3. Es ist ein Bild, weil Vampy jetzt an die Box ist. Der muss jetzt schauen, dass er halt natürlich seine fahrerische Leistung nutzt und die Zeit gut macht, was er im ersten Sektor auch tut, trotz dass er hier kurz quer stand, aber die Auswirkungen davon werden wir wahrscheinlich erst später merken, weil es eben hier ja vor der Parabolika war. Da kann man gut Zeit verlieren, wenn man dann nicht mit voller Geschwindigkeit aus den Kurven rauskommt. Jetzt schauen wir mal, fährt hier jetzt dann gleich in die Mercedes-Arena rein. Ja, und Murph mit Problemen dreht sich hier nochmal. Striker ist raus. Jetzt haben wir noch Schummel, der hinter ihm fährt. Also da muss Murph auch schauen. Der fährt hier auch wirklich sehr holprig über die Strecke. Das merkt man jetzt auch. Neue Reifen draufgezogen. Da ist der Grip noch nicht so da. Smoke auf der 3. Jetzt schauen wir mal. Olli war in der Box. Der wird seinen Platz halten können. Slowcoach bleibt weiterhin draußen. Ja, und Smoke, der ist eben noch zu weit weg. Olli wird den Platz halten, also so kann man jetzt schon sagen, weil Smoke musste auch sehr abbremsen. Olli jetzt auf dem Weg auf die Parabolika-Vorbereitung, also da den Eingang zur Parabolika zu suchen. So,
Ist alles soweit, aber auch Smoke mit Problemen. Also da merkt man schon, da hat er vorhin schon in der Spitzkehre gezeigt, dass ihm da Problemchen doch vorhanden sind. Murph auf Platz 4 liegend, auch mit Problemen, da ist jetzt Slowcoach hinter ihm. Ja, auch Smurf mit den neuen Reifen nicht ganz so zufrieden. Also da muss man sagen, ja, es ist Hockenheim, es ist rutschig. Und die Reifen, die neuen, die müssen erst einmal auch warm gefahren werden. Und Murph hat da seine Probleme gerade mit. Da muss natürlich Slowcoach schon auch aufpassen, dass er da nicht reinfährt. Olli auf Platz 2, der muss jetzt Zeiten rausfahren. Das schauen wir ganz kurz dann in den Abstand. Slowcoach, ja, der muss aufpassen. Kommt jetzt dann gleich auf die Gerade. Murph vor ihm, ich würde glaube ich an seiner Stelle tatsächlich dann Murph, also der bremst sich hier hart in die Kurven rein. Jetzt, ja, an seiner Stelle wäre ich jetzt auch an die Box gefahren, das wollte ich gerade ausführen, weil eben Murph vor ihm ist und Murph wirkt gerade ein bisschen sehr unsicher. Da muss man Slowcoach eben auch aufpassen, nicht, dass man dann aus Versehen dann vielleicht auch eine Berührung hat an der Stelle oder Schlimmeres passiert. Da ist die Entscheidung von Slowcoach genau die richtige. Schauen wir bei Olli vorbei, er hat noch... Ja, es wird ein enges Ding tatsächlich. Also Slowcoach war 4,5 Sekunden vorne, bevor Olli einen Boxenstopp gemacht hat. Wenn er da die 4,5 Sekunden rausholen konnte, kann er eventuell Slowcoach auch überholen. Wäre natürlich für Olli optimal. Schummel auf Platz 5 im Moment. Da bin ich gespannt, ob er Murph da noch einholt, weil nämlich Murph da mit Problemen unterwegs ist. Olli, ja, Mototrom wartet jetzt auf ihn. Und Slowcoach steht noch. Also da sind noch 20 Sekunden jetzt, bis Slowcoach dann von Olli dann eingeholt wird. Jetzt raus aus dem Motodrom und rein in die Opel-Kurve. Slowcoach steht noch, also das könnte für Olli tatsächlich langen. Spannende Situation jetzt, das schauen wir nochmal. Slowcoach fährt jetzt los, aber da wird Olli vorbeiziehen können, weil er eben den Geschwindigkeitsvorteil hat. Slowcoach jetzt auf dem Weg und wir sehen es schon. Da ist jetzt auch ein Smoke sogar noch vorbei. Ah, ist der vorbeigezogen? Ne, Smoke wird auf Platz 3 dann stehen bleiben, weil Slowcoach vor ihm ist. Das wird sich dann gleich hier, ja, auch korrigieren. Olli auf 1, der hat seinen Boxenstopp nutzen können, damit Olli jetzt Leader und Anführer von dem Rennen. 7 Fahrer noch am Start. Wir haben Olli, Slowcoach, Smoke, Murph, Schummel, Pupti und Wempi, die hier auf der Strecke sind. Olli darf also sich freuen, dass er hier jetzt alles richtig gemacht hat. Slowcoach mit den neuen Reifen, das merkt man. Spitzkehre, gleich mal Probleme und Smoke ist hinter ihm. Und da wird der Smoke vorbeiziehen lassen müssen, wenn es dabei bleibt. Also er muss jetzt erstmal seine Reifen auf Temperatur bringen. Das ist eben das ganz große Problem, das man hat. Und auch hier, man merkt, Smoke kommt viel besser durch die Kurve. Slowcoach rutscht hier eher durch die Kurve. Aber er versucht seinen Platz zu verteidigen. Das ist eben auch ohne Stallorder hier. Smoke schafft es aber hier vorbei und das ist eben den Reifen geschuldet. Smoke damit jetzt an Slowcoach vorbei, der auf Platz 3 unterwegs ist. Nimmt da ein bisschen viel Geschwindigkeit mit. Also das merkt man öfters hier am mitten im Motodrom, dass es hier dann Problemchen gibt für die Fahrer ab und zu, wenn sie da zu schnell im Vorderfeld waren. Aber sie kommen hier gut durch. Smoke bleibt damit auf 2, Slowcoach auf 3, Murph auf der 4. Also für ihn würde ich mir wünschen, dass er heute den vierten Platz oder besser abschließt. Das wären wichtige Punkte. Für Schummel ist es schade. Also da hätte ich mir heute echt einen Podiumsplatz gewünscht. Nachdem das Qualifying so toll gelaufen ist, hat er dann am Start leider einen Fehler gemacht. Hat sich gedreht, also sein Heck hat ausgeschlagen und dadurch kam er dann in Berührung mit Olli, der aber dann tatsächlich, hat er noch einen Boxenstopp gemacht. Nee, Olli konnte, glaube ich, weiterfahren an der Stelle und hat sein Auto nicht reparieren müssen. Das war nochmal sein Glück an der Stelle, auch für Schummel natürlich, weil so ein Unfall sollte nicht passieren am Anfang. Ja, und Slowcoach, der merkt jetzt, dass die Reifen noch nicht auf Temperatur sind. Es ist halt Hockenheim, sehr rutschige Strecke, das ist es jedes Jahr und jedes Jahr sind die Fahrer gefordert, ihre Reifen erstmal auf Temperatur zu bringen und ja, auch ein bisschen den Grip dann aufzubauen über die Länge der Runden hinweg. Aber man merkt es auch bei Smoke, also der hat ja auch hier seine Problemchen mit dem weit rausgetragen ins Kiesbett und den Grünteil mit. Also da muss er echt aufpassen, dass er nicht hier nochmal Fehler macht, hat man vorhin ja auch nochmal gemerkt. Das scheint ja auch ein bisschen der Lenkung noch Problemchen zu haben. Na, es ist nicht alles rund bei Smoke. Ja, und Schummel
auf Platz 5. Natürlich für ihn eigentlich ein gutes Ergebnis. Also wenn man es so nimmt, wenn man die alten Ergebnisse anschaut und man war noch nicht auf dem Podium, ist Platz 5 auf jeden Fall okay. In ihm steckt mehr. Und ich hoffe, dass er da jetzt diese Saison viel lernt, viel nimmt mit und wie gesagt, nächste Saison angreifen kann, ganz vorne mitfährt, weil das Potenzial hat er, dass er auch eine Smoke hinter sich lässt, einen Olli hinter sich lässt, Slowcoach hinter sich lässt, oder auch mal eine Ente, ne? Das ist einfach das. Ente leider heute, wie gesagt, mit technischen Problemen nicht dabei, kann hier seinen Wagen nicht an den Start bringen, ist schade für ihn. Da muss eben der Rennstall dann schauen, ob man das dann nochmal bessern kann oder nicht. Smoke auf 2, der wird sich natürlich freuen, dass er da von fast ganz hinten, wäre von hinten gestartet, wäre da nicht bei Mör von dann die Abkürzung drin gewesen und auch bei Pupti, weil wir mittlerweile die Informationen haben. Pupti hat angeblich im Qualifying abgekürzt, deshalb musste sie an die Box, durfte dann die Qualifying-Runde nicht zu Ende fahren. Ja, schade drum. Und Olli fährt ganz vorne, Lifo Race. Hat hier auch schon ein paar Sachen geholt, ein paar gute Plätze rausgeholt, man ist ja neu in der Liga. Aber Olli eben die letzten zwei Rennen immer Zweiter. Da hat es ganz kurz vor Ende auch manchmal nicht geklappt, dass man erst einen Platz holt. Und man sieht es auch, die Zeiten sind im Moment nicht die besten. Da wird dann Smoke auch aufholen. Man hat aber auch schon ja, zweite Plätze und zwei dritte Plätze geholt mit Olli. Also da ist Lifo Race ein neuer Rennstall, der ja eben in die BK-Liga eingetreten ist. Hat sich ja gleich mal den Rookie of the Year von 2017, 2018 geschnappt. Und ihn ans Lenkrad gesetzt. Er hat natürlich auch einen Ausfall gehabt, da konnte er ein paar Wochen nicht mitfahren. Aber er steht gut da und hat ein paar gute Rennergebnisse auch rausgeholt. Also da, Rookie of the Year ist eine Auszeichnung, die auch zeigt, hey, da kann was gehen. Da könnte eventuell in Zukunft auch was passieren. Schauen wir mal rein. Ja, Olli im Moment auf dem zweiten Platz mit 41 Punkten. 40 Punkte hat Murph. Oh, Wempi jetzt hinter ihm, da muss er natürlich ein bisschen aufpassen. Und wir haben es ja schon gesagt, Slowcoach 36 Punkte, da sind 5 Punkte Abstand. Wenn es so bleibt, baut er seinen Vorsprung nur aus. Aber auch Murph wird dann ja aufpassen müssen, weil Ente mit 40 Punkten auch unterwegs ist. Der ist heute leider nicht dabei, da wird also der Abstand ein bisschen größer werden. Aber wir haben auch Slowcoach, der dann vielleicht an Ente vorbeiziehen wird. Aber trotzdem nicht so weit, dass es für Ente schlimm wäre. Also Ente hat immer noch die Möglichkeit, hier zumindest Platz 2 oder 3 zu holen in der Gesamtwertung. Bei der Teamwertung ist Motorpower eben vor SM Racing. Das könnte sich heute eventuell ändern, aber da müssen wir dann noch mal drauf schauen. Ich glaube, Manicur ist auch noch nicht eingetragen. Da wird es auch noch mal ein paar Pünktchen Vorsprung geben. Also da muss man eben schauen, dann auch über die Saison hinweg, was passiert. Wie gesagt, schaut auf www.bk-gaming.de vorbei. Da gibt es alle Informationen, die ihr braucht. Und natürlich auch alle Informationen, wie es bisher lief. Oh, Smoke! Wird da sehr weit rausgetragen. Viel zu viel Geschwindigkeit da gehabt. Das ist halt eben Hockenheim. Da hat man viel Geschwindigkeit. Die Strecke wirkt rutschig. Vielleicht liegt es aber auch eher an den... Oh, ich glaube, da ist Wempi gerade ein bisschen außerhalb der Strecke. Da liegt es vielleicht auch einfach an den Geschwindigkeiten, die man so auf anderen Strecken dann vielleicht nicht so oft hat und dann sich verbremst, weil man einfach unterschätzt, wie schnell man da unterwegs ist, vielleicht auch überschätzt, wie stark man bremsen kann. Das ist eben das. Und vorne links muss man, wie gesagt, aufpassen auf den Reifen. Der wird ganz schön belastet. Smoke auf 2. Und Olli auf 1. Also wenn, das könnte heute tatsächlich für Lifo Race der erste Sieg werden in der ganzen Rennstall-Historie. Und das dann in Hockenheim... Das wäre natürlich ein Ding. Deutsche Strecke, deutscher Fahrer und Lifo Race dann, die dann das erste Mal in Hockenheim gehen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr tolle Ausgangslage. Wir wissen auch, Olli ist im Moment nicht der schnellste Fahrer. Da ist Smoke mit Slowcoach schneller unterwegs. Die pushen gerade richtig hart. Bin ich gespannt, ob das bis zum Ende des Rennens auch hält, weil man da eben auch aufpassen muss mit den Reifen. Olli fährt da eher ein bisschen ruhigeren Schuh, ein bisschen locker. Jetzt sehen wir Vampy, wie er versucht, noch Murph rückzurunden. Ja, langsam geht es auch mit der Stimme wieder bei mir. Da gab es natürlich auch letzte Woche noch ein paar Problemchen aufgrund von Krankheit, die mich da ein bisschen zurückgeworfen hatte, was eben das angeht. Ja, und Olli, der, ja, das scheint hier einfach sein Ding zu fahren, ein bisschen materialschonend auch unterwegs zu sein. Er weiß auch, irgendwann muss er wieder hier ran ans Eingemachte, weil eben Slowcoach und Smoke so von hinten angestimmt kommen. Wir gucken ganz kurz nochmal rein. Wir haben noch 13 Runden. Das könnte langen, wenn er jetzt mal wieder ein bisschen aufs Gaspedal drückt, hier ein bisschen aggressiver, dann vielleicht auch ins Handwerk geht.
Wir sehen Smoke nur noch 3,6 Sekunden hinten dran, 2 Sekunden hinten dran oder 1,4 Sekunden. Dann Slowcoach, Murph hat dann 10 Sekunden, nochmal 20 Sekunden. Dann Schummer und Pupti ist dann auch schon eine halbe Minute. Dann nochmal dran, Vampy eine Runde und wir gehen nochmal rein ins Renngeschehen. Wir sehen, also in den Kameras sehen wir schon, Olli wird so im Rückspiegel sehen, da kommt ein Smoke und Slowcoach und die haben viel Pace. Sind schnell unterwegs. Olli hat es auch nicht geschafft, Slowcoach hier im Qualifying zu schlagen. Zweiter Platz für ihn. Vor Schummel natürlich, der dann eben da den dritten Platz geholt hat. Sehr geile Leistung, muss ich sagen. Nein, nee, den zweiten Platz geholt hat. Olli war ja auf dem dritten genauso. Also sehr geile Leistung im Qualifying. Das muss man halt im Rennen dann noch umsetzen. Schummel kann schnell fahren, das hat er im Training gezeigt. Er muss es jetzt halt nur noch im Rennen dann umsetzen. Rennen ist eben doch nochmal was anderes als eben Training oder auch Qualifying. Aber in Schummel steckt eben das Potenzial, dass man das auch tun kann. Und Smoke ist dran und Olli versucht natürlich in den letzten 13 Runden oder jetzt dann noch 12 Runden ja alles rauszuholen, um dann vorne zu bleiben. Ja, und da sehen wir auch Slowcoach und Smoke versuchen alles, aber am Ende wird es natürlich auch wichtig werden, wie viel Reifen noch übrig ist, vor allem vorne links. Ja, 4,574 Kilometer sind wir hier Hockenheim unterwegs und das 45 Runden lang. Natürlich ein starkes Ding. Schauen wir mal kurz in die Kamera rein. Bei Murph sind da onboard unterwegs. Schauen uns das Ganze aus seiner Perspektive an. Spitzkehre hat er da dann gut genommen. Und dann rein auf die Gerade geht es jetzt in die Mercedes Arena. Da kann man auch mal voll durchziehen, aber da muss man runterbremsen. Mercedes Arena gut genommen, da geht es gleich wieder auf die Gerade, kurz vor dem Motodrom. Das sieht Hockenheim eigentlich, also mir gefällt die Strecke, ist auch nicht weit weg von meinem Zuhause. Da war ich auch schon mal bei der DTM mit am Start, also schöne Strecke, macht Spaß zuzuschauen, vor allem wenn man auch viel vom Feld sehen kann. Motodrom ist jetzt drin. Ich kann euch auch sagen, ich war dann hier jetzt auf Startziel hier links ich glaube auf dem gelben war ich gesessen tatsächlich in der Kurve. Es ist sehr schön anzuschauen. Jetzt geht es auf die Startziel und da ist eben Murph unterwegs, der hier eben zeigt onboard, was alles gehen kann und wo man dann eben hier auch dann jetzt gleich in die Parabolika nochmal reinzieht. Da werden wir dann nach der Parabolika uns dann verabschieden. Da geht es jetzt rum. Jetzt kann man hier Full Speed einfach durchziehen. Einmal eine ganz, ganz lange Linkskurve. Am Ende dann wieder eine Spitzkehre wartet. Aber das ist eben nur die eine, die hier nach der Parabolika wartet. Da muss man richtig hart runterbremsen und dann kommt nochmal eine kurze... Das war jetzt dann die Spitzkehre und dann geht's raus und dann kommt er schon wieder eigentlich in die Mercedes Arena dann. Da haben wir vorhin angefangen und da ist Murph unterwegs. Wir schauen mal nach vorne. Schon mal noch zu weit weg. Slowcoach auf 3. Wir haben Smoke auf der 2 und Olli auf der 1. Und er hat nicht mehr so viele Runden. Wir schauen nochmal die Timings, weil das wird jetzt sehr, sehr spannend, wie viel er... Er hat seinen Abstand halten können. Also jetzt ist er wieder dabei. 35 Runden, noch 10 Runden für ihn zu fahren. Hat die 35 gerade abgeschlossen und Olli damit, ja, trotzdem in Gefahr. Er hat 3,5 Sekunden Vorsprung, also hat nichts verloren, nichts gut gemacht. Vielleicht hier und da mal eine halbe Sekunde, aber es ist kein großer Unterschied. Und klar, plus 1, Smoke im ersten Sektor schon mal einen Zehntel fast aufgeholt. Oder 1,5 und da, oh, Slowcoach, puh. Uiuiui, also Slowcoach auch richtig schnell unterwegs. Olli mit einem Fehler, ja. Da hat er sich stark verbremst, aber er kann seinen Abstand wahrscheinlich halten, weil es eben die Spitzkehre war. Jetzt kommt es rein in die Mercedes Arena. Ich muss im Moment noch ein bisschen viel trinken, weil mein Hals noch nicht ganz hergestellt ist. Das merke ich ab und zu auch, dass es dann kratzt. Also da nicht wundern, dass ich gerade im Moment die Getränke zu mir nehmen, aber ich muss eben auch ein bisschen darauf achten, dass es nicht austrocknet, so arg durchs Spiel reden, sonst habe ich später vielleicht dann mehr Probleme, als mir lieb sind.
Ja, und die Probleme hatten bisher Bernd, Dennis, Mee und auch Striker, die alle ausgefallen sind. Rutschige Strecke, da kann es passieren, dass man sich eben auch mal vorne links dann den Reifen abfährt. Das ist halt auch interessant. Er hat vor dem Rennen noch gesagt, hey, vorne links, Reifen sehr stark belastet. Und dann fahren sich zwei Fahrer selbst ab. Das passiert dann, wenn man eben die Bande reinrutscht. Man hat eben auch den Druck vorne links. Das ist halt eben immer diese Rechtskurven. Ja, wenn man rechts in die Kurve reinfährt, dann hat man eben vorne, dann hat man da vorne rechts viel Druck, aber da muss man durch die Parabolika durch. Dann geht es halt da und da hat man viel, weil man eben rumzieht und dann kommt auf den Innenreifen sehr viel Druck drauf. Und das ist eben das, was man in der Parabolika halt auch dann hat. Hier geht es nochmal rechts rum, da geht's. Das kann man alles runterbremsen, da bremst man auch viel runter und dann geht es halt in diese schnellen Linkskurven rein und da wird viel Reifen verloren. Ja, man fährt rechts rein, hat Rechtsdruck ein bisschen, aber die ganz schnellen Kurven, die sind alle links, so wie hier jetzt. Ja, da muss man richtig, da kann man eigentlich nicht so langsam reinziehen. Rechts, da geht's jetzt, da kann man einfach Gas geben, schön gemütlich, ja, kommt gerade aus einer langsamen Kurve raus und kann das nutzen, aber dann, ne, so wie diese Rechtskurve ist jetzt auch nicht, Entschuldigung, ich war gerade komplett irritiert. Natürlich, man hat rechts mehr Druck, wenn man, also wenn man rechts rumfährt, hat man ja auch rechts mehr Druck. Erst einmal, weil man eben die Innenkurve nimmt, aber eigentlich jetzt links raufgedrückt, also Entschuldigung dafür, das war gerade mein Fehler. Ne? Da wird natürlich nach außen getragen und dann gibt es links mehr Druck. Da muss ich technisch und physikalisch mich nochmal korrigieren an der Stelle. Ja, und die Linkskurven sind schnell, aber das ist tatsächlich nicht so schlimm. Das geht tatsächlich. Da wird aber dann eben vorne rechts ein bisschen mehr Blass. Es geht aber, also das ist tatsächlich, die Rechtskurven sind hier entscheidend für den Druck auf die Reifen. Wenn man eben die Fliehkraft nach außen hat oder Zentrifugalkraft ist es nicht, Zentrifugal, egal. Da müsste ich jetzt nochmal nachlesen tatsächlich. Aber ja, wenn man eine Rechtskurve hat, wird links vorne sehr stark belastet. Das sind auch die schnellen, teilweise schnellen Kurven, wo man eben dann Druck drauf bekommt. Links hat man dann, ja, jetzt hat man hier eine Linkskurve, da wird rechts belastet. Jetzt hat man hier die schnelle Kurve und da wird halt vorne links. Da muss man auch eng rum und kann trotzdem mit viel Gas arbeiten. Das macht schon viel aus an der Stelle. Entschuldigung, jetzt nochmal korrigieren an der Stelle. Aber Smoke gut unterwegs. Wir haben Olli, der nicht mehr ganz so viel Abstand hat. Zumindest liegt es jetzt in den TV-Bildern so. Können wir gleich nochmal nachschauen. Murph auf Platz 4. Er wird sich freuen, dass er heute zumindest mit Punkten, guten Punkten nach Hause fährt. Aber es wird ihn ärgern, dass Olli da eben im Moment auf dem ersten Platz ist. Und wir sehen es, es ist nicht mehr viel Abstand und da können wir gleich wieder rein. Olli nur noch 1,9 Sekunden. Knapp unter einer 2 Sekunden Vorsprung. Und da muss er jetzt eben schauen. Er ist wahrscheinlich ein bisschen Reifen schon da gefahren. Gepaced haben Smoke und Slowcoach. Sehen, ob es für die letzten 8 Runden dann auch langt an der Stelle. Weil das wird jetzt ein Reifenspielchen werden. Man ist bei Olli früher rein als Slowcoach, Smoke war aber vor Olli drin, also heiteres Ratespielchen, aber ich könnte davon ausgehen, dass Smoke jetzt schon mal mehr Reifen verbraucht hat, kann über die Pace mitgehen und Smoke kann das auch mal mit einem Reifen, der nicht mehr ganz so fein ist, kann er auch noch Pace gehen, aber Slowcoach hat eigentlich die besten Reifen von den dreien und muss eben schauen, dass er irgendwie mithalten kann, aber im Moment kann er mit Smoke und Olli nicht mithalten, hat noch mehr Abstand, 2 Sekunden hinter Smoke, also so 4 Sekunden Rückstand auf Olli. Im Moment einfach nur sein Rennen fährt. Der weiß halt, okay, ich muss immer noch pacen, aber ich muss nicht alles so stark belasten. Hat viel Reifen schonen können. Der hat mehr Vorsprung gehabt, hat den Vorsprung leicht schmelzen lassen. Oh, da muss er aufpassen, hat er ganz hart die Curbs hinten erwischt. Dadurch vielleicht auch die Reifen schonen können, eher im Slowcoach-Bereich unterwegs. Hat ja auch nach Smoke hier dann im Boxenstopp einreichen können und an dem Antrag wurde dann stattgegeben an der Stelle. Er hat da dann von seiner Box auch echt einen guten Service bekommen. 4,5 Sekunden Rückstand aufgeholt. Und damit auch dann Slowcoach komplett hinter sich gelassen. Jetzt geht's rein in die Spitzkehre. Rechtskurve wird links sehr stark belastet, wie gesagt. Und hier ist auch der Druck auf den linken Reifen. Dadurch, dass man so eine kleine Senke hat, wird halt das ein bisschen aufgehoben und dann kommt trotzdem ja links immer noch Druck drauf, wenn es eine Linkskurve ist. Da hat man aber diese Senke und das macht dann auch nochmal
mehr Druck auf den linken Vorderreifen halt einfach. Hier vor der Mercedes, vor der nach der Spitzkehre die Kurve. Nach der Mercedes Arena die Kurve. Tatsächlich. Jetzt ist da noch Pupti unterwegs. Da muss Olli jetzt so schnell wie möglich vorbei. Wir sehen auch, ob der Geraden funktioniert. Ah, da ist man leider noch zu weit weg. Jetzt muss man aufpassen. Da ist auch immer eine ganz gefährliche Stelle. Rutscht man gerne, aber Olli macht es geschickt. Und dran Smoke und Slowcoach jetzt wieder auf ähnlichem Level unterwegs. Olli ist vorbei. Kann hier dann Pupti hinter sich lassen, die jetzt ein bisschen Smoke und Slowcoach ja, aufhalten könnte. Aber klar, sie muss irgendwann die Fahrer auch vorbeilassen. Die müssen jetzt nicht die richtige Stelle suchen. Parabolica ist nicht unbedingt die beste dafür, weil da sind alle Fahrer recht schnell. Morg jetzt dran an Pupti, die macht einen weiten Bogen und jetzt muss er aufpassen, da ist Slowcoach dran, er ist Motorsport, berührt sich da ein bisschen gegenseitig, ja, Pupti lässt da fair viel Platz und kommt damit dann auch nicht ins Gehege zwischen den beiden, er ist Motorsport fahren, Lifo Race ganz vorne, Schummel leider nur auf Platz 5, Murf auf 4, Pupti auf 6 und Wempi, der so gut auch reingekommen ist, leider nur auf Platz 7. Er hat so ein gutes Qualifying gefahren und im Rennen, klar, es gibt Punkte, man holt Punkte, da auch für Live for Race, also heute viele Punkte für Live for Race, die dann auch in der Teamwertung natürlich ihren Vorsprung vor SM Racing weiter ausbauen können. Aber es hätte mehr sein können, man hätte mehr rausholen können. Olli hat ein bisschen Pech gehabt, trotzdem Platz 1 im Moment. Also schon mal wird da wahrscheinlich dann trotzdem eine Strafe bekommen, weil so ein Fehlstart, denn das steckt man einfach, da ist man selbst dran schuld, das muss man einfach so sagen. Wird wahrscheinlich zum nächsten Rennen dann was erleben. Was eben die Strafen angeht, wird glaube ich seine erste Strafe werden. Von daher, ja, kann im Rookie passieren. So ist es eben im Rennsport. Da ist man neu in einem schnellen, gefasten Auto und dann gibt man am Gas mal ein bisschen zu viel Gas. Und ja, dann versaut man den Start auch noch für jemand anderen. Aber Olli hat es wettgemacht, hat die Erfahrung mittlerweile, dass ihn sowas nicht mehr aus der Bahn wirft. Es freut mich auch. Platz 1 im Moment für ihn, wenn er das bis zum Ende durchhält. Super gute Sache, aber er hat halt erst Motorsport im Doppelpack hinter sich. Die versuchen natürlich alles nochmal hier nach vorne zu kommen. Die pacen wie die Wilden. Murf auf 4. Er kann dann eventuell zufrieden sein. Slowcoach auf der 3. Und Smoke auf der 2. Da kommen wir ganz kurz nochmal in die Timings rein. Ja, noch 4 Runden mit dieser hier. Und das sind noch immer 1,6 Sekunden Vorsprung für Olli, der nicht viel mehr verloren hat. 3 Zehntel noch jetzt in den letzten 4 Runden, das könnte tatsächlich bis zum Ende lang, wenn er so weiterfährt, aber hätte Fahrradkette, solange es dann nicht vorbei ist. Jetzt schließt man die 42. Runde ab und hat noch 3 Runden vor sich. 3 Runden, in denen man jetzt zeigen muss, dass man nicht eine Rookie of the Year von 2017, 2018 ist, sondern dass man auch das erste Rennen für Lifo Race hier in Hockenheim in 2018, 2019 gewinnen kann. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne für Olli und für Lifo Race. Und da kann dann natürlich Motivation auch für Wempi kommen, dass er hier nochmal sagt, okay, da ist was drin und der zweite, vielleicht sogar der erste Platz in der Teamwertung ist möglich. Aber dazu muss man eben an Smoke und Slowcoach irgendwie schlagen. Oh, Slowcoach jetzt hier vorbei an Smoke, der sich aber wieder zurückkämpft. Und Slowcoach mit einem riesen Fehler, also die beiden ersten Motorsportfahrer, die schenken sich hier auch nichts. Smoke gerade noch so auf Platz 2 geblieben, weil Slowcoach sehr, sehr schnell auf der Innenbahn unterwegs war. Nimmt die jetzt auch hart die Curbs mit. Und Murph hat viel Vorsprung, also Schummel scheint da nicht mehr dran zu kommen. Und Smoke hat jetzt ein bisschen Platz, muss hier nicht mehr einen Zweikampf mit seinem einen Teamkollegen führen. Schauen wir mal, Olli bremst sich rein in die Kurve hier im Motodrom. Hat eigentlich dieses Rennwochenende gezeigt, dass er immer noch einer der besten Fahrer ist in der BK-Liga, dass er ja auch ganz vorne mitfahren kann. Jetzt mit dem Sieg wäre es natürlich ein grandioser Abschluss von der Serie. Bisher zwei zweite Plätze jetzt in den letzten Rennen, da hat er auch ein bisschen Pech gehabt, war auch oft auf dem ersten Platz vorne gestanden. Am Ende hat es dann nicht ganz gelangt und heute schauen wir mal. Smoke ist dran, der hat natürlich die Möglichkeit. Wir haben jetzt noch 2 Runden vor uns. Und Olli muss diese 2 Runden irgendwie überleben. Und Smoke darf nicht zu nah rankommen, weil sonst wissen wir, dass Smoke hier tatsächlich auch gut gegen Olli fahren kann. Er hat ja auch in der S-Motorsport-Zeit eigentlich Olli immer schlagen können.
Nicht immer natürlich, weil es auch dann natürlich Problemchen gab und Olli dann auch ein gutes Rennen gefahren ist, aber im Normalfall war Smoke der bessere Fahrer. Ist natürlich auch, ne, man ist neu in der Liga, man hat so einen Smoke bei sich im Rennstall und dann muss man da irgendwie mitfahren. Das hat natürlich Olli viel gebracht, weil er viel auf Smoke auch gehört hat. Das hat man auch immer gemerkt, Smoke war sein Mentor und jetzt den Mentor auszustechen in Hockenheim, das wäre natürlich eine Riesenleistung. Aber Smoke ist dran und es wird nochmal richtig spannend in den letzten Runden, in der letzten Runde. 1:17.796 ist die Bestzeit. Mal sehen, wo jetzt beide landen. Mit Abstand her, Smoke ist dran. Kann sich jetzt in Windschatten saugen, aber wir haben noch eine Runde jetzt vor uns, soweit ich das sehe. Und Smoke hat halt ungefähr eine halbe Sekunde aufgeholt tatsächlich. In der Runde, jetzt gucken wir ganz kurz, warten wir kurz in die Parabolika. Ah, Olli gut noch dabei, aber Smoke ist dran. Und da werden wir jetzt auch schauen, was Smoke 3 wird. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es die letzte Runde ist. Also da will ich mich jetzt nicht mehr festlegen, weil unser System auch manchmal tatsächlich mich ein bisschen im Stich gelassen hat. Deshalb warten wir einfach, bis das Rennen vorbei ist. Olli jetzt auf Platz 1 und Smoke ist dran. Er zeigt sich kurz im Spiegel. Er will hier spielen. Er möchte mit Olli spielen, mit der Psyche. Da ist er dran und Smoke weiß natürlich als alter Haudegen, wie man hier mit so einem Fahrer wie Olli umgehen kann. Aber Olli ist mittlerweile hart gesotten. Der weiß natürlich, dass er es auch verteidigen kann. Und Smoke ist dran. Der zeigt es hier im Spiegel. Er möchte Olli unter Druck setzen in der letzten Runde. Smoke versucht hier Olli nochmal eins auszuwischen. Aber Olli natürlich hier mit einer guten Zeit unterwegs. Aber ihr seht es auch. Smoke ist dran. Jetzt geht es rein ins Motodrom. Da müssen sie jetzt beide aufpassen. Es ist jetzt nur noch 10 Sekunden vor dem Ende des Rennens, soweit ich das bis jetzt habe. Wie gesagt, ich weiß nicht genau. Aber Smoke versucht jetzt nochmal, die Innenbahn genommen und schafft es eventuell nochmal kurz vor Ende des Rennens hier nochmal Olli auszustechen. Und Olli dreht sich komplett und Smoke schafft es tatsächlich in der letzten Kurve in Hockenheim hier Olli von der Strecke zu hauen. Und Olli ist auf dem dritten Platz, Slow Coach auf dem zweiten. Und Olli hat sich hier komplett gedreht, war überrascht, dass Smoke rankommt. Das wird ihn ärgern. Olli nur Dritter und fast hätte es mir sogar noch geschafft, hier Olli dann nochmal zu überraschen. Was für ein Finish von Smoke, was für ein Finish auch von Slow Coach nochmal. Aber Olli wird sich ärgern. Das war die letzte, allerletzte Runde und er hat nicht damit gerechnet, dass Smoke nochmal durchkommt. Schummel noch auf der Strecke, wird wahrscheinlich den fünften Platz holen. Der muss natürlich noch ins Ziel und wir haben noch Vampy, der noch am Start ist. Der wird dann auch noch ins Ziel müssen. Aber Olli in der letzten Kurve, in der Opel-Kurve, wird er hier von Smoke geschlagen, dreht sich, dadurch verliert er auch seinen zweiten Platz. Slow Coach damit durch und dadurch hat er eben aus dem Vorsprung nur noch 13,5 Sekunden Rückstand machen können. Was für ein Finish in Hockenheim. Smoke schafft's, Olli unter Druck zu setzen. Olli lässt sich beeindrucken. Und Smoke schafft es hier tatsächlich nochmal seinem Teamkollegen auch den zweiten Platz zu bestellen, weil Olli dann komplett aus dem Konzept war. Unglaublich. Da muss man sagen, da hat Smoke nochmal alle Register gezogen. Alles rausgeholt, was nur ging. Und am Ende hat er den ersten Platz geholt. Was für ein Finish für S Motorsport. Doppelsieg, obwohl Olli bis in die letzte Kurve geführt hat. So kann es gehen. Wir werden dann gleich im Interview wieder da sein. Euer Taika für die BK-Liga 2018-2019 in Hockenheim. Rennen Nummer 12. Bis gleich zu dem Interview nach dem Rennen. Ja, willkommen zurück zur BK-Liga. Und das Rennen Nummer 12 wurde doch nochmal überraschend anders entschieden, als wir es dachten. Und dazu kommen wir dann aber gleich. Es gab natürlich auch noch ein paar Ausfälle, darunter auch Striker, aber auch Bernd, der sich dann aus dem Rennen, Dennis, der sich auch aus dem Rennen verabschieden musste. Bei Mi haben wir es ja schon gehört. Mi, bei dir gab es noch irgendwelche Überlegungen? Hat man vielleicht schon mal die Wiederholung angeschaut oder kannst du noch etwas sagen zu deinem Ausfall? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man da meinem Ausfall, da bin ich selber schuld, da bin ich ganz ehrlich, aber die Unfälle, wie gesagt, da muss man nochmal gucken. Da hatte ich jetzt noch keine Möglichkeit zu, das nochmal mit den Stewards zu besprechen, aber naja, da muss man dann erstmal abwarten. Ja, sind wir auch gespannt, was da dann entschieden wird. Ja, Dennis, kommen wir zu dir. Bei dir gab es auch den Ausfall leider. Wie kam es dazu, weil wir leider keine Fernsehbilder hatten? Ja, bei mir ist es halt so gekommen, ich wollte wie immer, ja nicht wie immer, aber ich wollte Platz machen und die Grasnarbe so, dann habe ich mich gedreht und bin in die Bande reingefahren und da war das
Rad weg und dann bin ich einfach nur in die Box gefahren und habe das Rennen beendet. Ja, da muss man dann eben dann auch das so tun. Das ist auch fair und nur richtig so. Dankeschön auf jeden Fall für deine Einblicke. Ja, Bernd, kommen wir zu dir. Bei dir, ja, wie lief's Rennen? Du hast nicht das erreicht, was man wollte. Woran lag's? Falls dein Mikro geht. Okay, da scheint im Moment noch ein technisches Problem vorzuliegen. Dann werden wir kurz Striker fragen. Ja, bei dir auch, ähnlich wie bei mir. Man hat den linken Vorderreifen verloren, Flügel, konnte dann nicht mehr weiter. Ja, wie ist es bei dir zustande gekommen? Weil leider haben da uns auch die Fernsehbilder gefehlt. Erstmal muss ich dazu sagen, dass es immer noch einige Leute auf der Strecke gibt, die denken, das Rennen wird in der ersten Runde entschieden. Was genau passiert ist, muss ich mir gleich nochmal angucken und dann... Zum Ausfall kann ich wieder nur eins sagen, dass mal wieder die Technik versagt hat und somit war das Rennen gelaufen. Ja, das haben wir so auch wahrgenommen, dass da die Technik leider eine Rolle gespielt hat. Ja, was bleibt man da in Zukunft bei SM Racing? Soll was verändert werden? Was kann man tun? Ich glaube, soweit muss nichts verändert werden. Ich hoffe mal, dass ich glaube, ich habe das 100. Rennen, glaube im nächsten, dass wir vielleicht da mal ins Ziel kommen. Und noch ein paar Punkte mitnehmen. Ich glaube, heute wären auch Punkte drin gewesen. Wäre ganz gut gewesen für die Teamwertung und was die Zukunft bringt. Da machen wir uns noch keine Gedanken. Okay. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht, auch bei SM Racing an der Stelle. Und sind gespannt auch auf Road America an der Stelle. Ja, Vampy, bei dir eigentlich gutes Qualifying, richtig gut auch weggekommen, hat den Start auch gut überlebt. Dann gab es aber anscheinend Probleme. Man hat nur den 7. Platz am Ende rausholen können. Woran lag es, dass man dann so nach der ersten, zweiten Runde auf einmal nicht mehr die Pace mitgehen konnte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe einen Unfall gemacht oder verursacht. Ich muss mir das gleich nochmal alles angucken. Und wurde dann von Zeit zu Zeit auch immer unkonzentrierter. Ja, also... Oder ich bin froh, dass ich überhaupt ins Ziel gekommen bin und werde mir jetzt gleich die Bilder nochmal angucken. Also... Den Unfall, den ich da verursacht habe, ich weiß nicht mehr, warum ich da nicht nach innen gezogen bin, aber naja. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, aber ja, da gab es dann noch die Berührung, ich glaube es war mit Slowcoach, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil dann Smoke auch sehr weit zurückgefallen ist nach dem Unfall. Ja, aber du hast ja schon gesagt, du weißt es selbst nicht genau, da werden dann auch die Fernsehbilder natürlich für die Zuschauer im VOD dann zur Verfügung stehen, weil das haben wir dann alles tatsächlich auch in den Kameras gehabt. Schade drum, es war eigentlich ein vielversprechendes Wochenende, am Ende Punkte geholt, die man eben noch holen konnte. Und ja, ich bin gespannt auf Road America, weil du hast heute gezeigt, dass da viel mehr noch möglich ist und du auch da vorne auch mal für Rabatt sorgen kannst. Ja, dann kommen wir auch schon zu Pupti, die auch ein bisschen Problemchen hatte im Rennen, aber jetzt dann doch nochmal, ja, eigentlich solide durchgefahren ist. Boxenstopp hier, gab es auch noch vielleicht ein Thema. Aber Pupti, ja, so für dich aus dem Rennen heraus, ist man da zufrieden, dass man jetzt halbwegs gut angekommen ist, Punkte gesammelt hat, auch ja, SM Racing da ein bisschen hinter sich weiterlassen kann? Oder wie ist deine Meinung zum ganzen Thema? Ja, wie ich schon im Interview vorher sagte, hatte ich ja diese technischen Probleme. Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich überhaupt angekommen bin, dass meine Bremsen durchgehalten haben. Ganz schwieriges Thema hier auf der Strecke. Und ja, ich bin wirklich froh, dass ich mich konnte und Vampy auch hinter mir lassen konnte, weil nämlich eine Zeit lang ziemlich schwierig. Aber hat am Ende dann doch geklappt und ja, bin halbwegs zufrieden. Ja, sehr schön. Also das war auch so die Wahrnehmung von uns, dass da eben dann auch ja, man zufrieden sein kann, dass man eben da noch Punkte geholt hat. Das ist auch gut so. Damit auch Motorpower erstarkt. Und klar, nach dem Ausfall von Mii musste man eben auch gucken, dass man irgendwie Punkte holt. Da muss man, und dann, dass man eben auch SM Racing so ein bisschen, ja, Paroli bietet. Aber da ist Strike auch ausgefallen. Entsprechend hat man natürlich da ganz gute Karten. Aber es gibt natürlich auch einen Fahrer wie Murph, der eine gute Leistung heute gezeigt hat. Es hat nicht ganz nach vorne gereicht, nicht aufs Podium, aber trotzdem, also für die letzten Rennen war das heute eigentlich ein gutes Ergebnis. Wie zufrieden warst du mit deinem Rennen, Murph? Also mit dem Rennen heute bin ich ja zufrieden, dadurch, dass ich ja mein Qualifying habe ich ja leider abgekürzt. Die Runde wurde dann ja nicht gezählt, von daher von hinten starten war schon schwierig genug. Ich habe mich dann ein bisschen aus dem ganzen Startknüppel rausgehalten. Dafür, dass ich heute dann Platz 4 erreicht habe, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir mal ein bisschen noch nach weiter vorne, mal so zum, ja, zum Leidtragenden in der letzten Kurve. Die Opel-Kurve hat es dann doch den ausschlaggebenden Punkt gegeben in dem Rennen. Olli, bei dir. Man war gut unterwegs, Box ist top, alles super. Man hat auch während einem Unfall, wo Wempy beteiligt war, auch tatsächlich kein Leidtragen bekommen, man hat sogar es ausnutzen können, man hat dann bewiesen, dass man Boxenstopp gut kann, dass man pacen kann, aber am Ende ist dann diese letzte Kurve und wie sehr schmerzt es, dass man jetzt dieser letzten Kurve nochmal zwei Plätze abgeben musste? Ja, tut erstmal richtig weh, ne? Ich weiß auch nicht, ich hätte einfach Kackendreis zumachen sollen, aber Smo, der hat echt Druck gemacht und ist fair an mir vorbeigekommen. Ja, manchmal soll es halt nicht sein, ne? Und ja, im Nachhinein ist er ein bisschen blöd gelaufen, ey. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Start ist ja schon scheiße gewesen, als Schummel mir da vor das Gesicht gefahren ist, weil er keinen Start hingekriegt hat. Ja. Ich hätte, wenn ich wüsste, dass ich vor dem Rennen Dritter gewesen oder werden würde, dann hätte ich das so unterschrieben. Aber wenn man doch einmal vorne liegt und eigentlich alles im Griff hat, relativ. Ja. Ist dann natürlich sehr, sehr bitter, gerade in der letzten Kurve, ich war 20 Runden vorne oder so, keine Ahnung, ne? Das schmerzt extrem, aber ja, ist passiert. Genau. Und muss weitergehen. Ja, man kann viel lernen da draußen, wir haben schon gesagt, es wäre jetzt heute natürlich super toll gewesen, nach zwei zweiten Plätzen und dann heute mal den ersten Sieg für Lifo Race zu holen. Sollte nicht sein heute und ein Grund war natürlich auch der Start, deshalb würde ich jetzt auch ganz kurz noch Schummel fragen, bei dir der Start. Ja, hast du zu viel Gas gegeben? Was ist passiert? Keine Ahnung, vor dem Rennen noch Starts geübt, weil ich wusste, es ist sehr rutschig auf dieser Strecke. Und dann, ja, der Dreher. Ja, ist schade. Während des Rennens hat man da Auswirkungen gemerkt. Hast du dir was kaputt gemacht beim Unfall? Nein, überhaupt nicht. Also es war dann das Maximum. Fünfter Platz und ja, Rennen selbst war nicht. Ja, schade an der Stelle. Also, es sah ja richtig gut aus, Qualifying eigentlich richtig gut. Man hatte ja Pace und dann kommt der Start und man ist irgendwie unkonzentriert danach. Das kann passieren. Trotzdem, ja, man ist eigentlich jetzt das erste Jahr dabei und man kann viel Erfahrung sammeln. Viel Potenzial ist da und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, und kommen wir zu den zwei Fahrern, die heute den Doppelsieg rausgefahren haben und Olli ihn sozusagen ja nicht freiwillig Platz gemacht hat, aber am Ende war der Druck zu groß, Smoker der Auslöser, aber am Ende konnte Slowcoach auch noch seinen zweiten Platz holen. Ja, Slowcoach, für dich war es überraschend, dass auf einmal so ein Olli auftaucht und du dann noch den zweiten Platz holst. Und was kann man sich aus dem Rennen, was kann man noch aus dem Rennen mitnehmen, außer der Situation? Ja gut, das war der Start, das ist dumm gelaufen. Ich dachte, der Kollege da wäre neben mir und habe die Curbs touchiert. Das hat dann mich schon drehen lassen in der ersten Kurve. Und dann der Zusammenschluss mit Mi. Wie sie sagt, das muss man untersuchen. Es ist sehr nicht konstant gefahren. Und dann diese Bodenwelle-Kombination im Motodrom, da kann man einfach nicht sehen und nicht mehr reagieren. Die Berührung war gar nicht so stark, aber es hat das Auto trotzdem bestätigt, sodass ich in der Box die Führung abgeben musste. Es hat genervt. Ja. Und dann den Smoke angreifen, da hatten wir nicht mehr so richtig Lust, da zu viel zu riskieren. Weil wegen den letzten vier Runden da noch einen Unfall zu bauen, wollten wir nicht. Naja, die letzte Kurve, das war ein Zufall, kann man nichts, also ist einfach passiert. Ja. Habe ich sicher nichts dazu getan. Ja, trotzdem nimmt man es natürlich gerne mit. Zweiter Platz für dich, hätte auch ein Dritter sein können, wäre jetzt nicht fatal gewesen, weil man einfach auch weiß, okay, es gab eben die Berührung mit mir, man hat einen Boxenstopp gebraucht, der bis eben dann zur Reparatur auch dient, aber am Ende zweiter Platz, kann man ein bisschen froh sein drüber, aber es wäre jetzt auch... Naja, die Ausgangslage war zu gut, da ärgert man sich, kann man nicht wegreden, wir hätten es in der Hand gehabt, vorne das Rennen zu bestimmen, ja. Aber mindestens war es dann spannend für die Zuschauer, nehme ich mal an. Das auf jeden Fall und es war auch sehr spannend zu sehen, dass eben auch so ein Boxenstopp dann mal helfen kann, auch bei Olli, der auch gut Pace gefahren ist, die 4,5 Sekunden aufgeholt hat. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend bis zur letzten Kurve und ab da kommt dann Smoke ins Spiel und ja,
Da wollen wir einfach fragen, so den Start, wie hast du den wahrgenommen? Du warst ja sehr weit hinten. Auf einmal bist du ganz vorne. Fangen wir also beim Start an. Wie hast du den wahrgenommen? Was hast du getan, damit du da so gut durchkommst? Ich habe das, was ich immer getan habe. Ich habe mich konzentriert. Ich habe die Lücke gesucht. Da sind, glaube ich, 2, 3 Fahrzeuge, die sich weggedreht haben. Das konnte ich so schnell nicht sehen. Für mich stand fest, ich muss so schnell wie möglich nach vorne kommen. Dann ist leider Slow, der sich da ein bisschen gedreht hat. Dann war ich überraschend dann doch auf Platz 1. Und dann wollte ich das Rennen kontrollieren. Allerdings hatte ich in den ersten Runden so massive Probleme, dass ich überhaupt keinen Grip hatte. Ich hatte die Reifen nicht auf Temperaturen, die habe ich ganz schwer auf Temperatur überhaupt bekommen. Und da war es halt schwierig. Dann habe ich, glaube ich, in Runde 5, 6 ist mir jemand hinten reingefahren. Dann war auch die Aufhängung nicht mehr in Ordnung. Ja. Aber es ließ mich noch fahren. Es war zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig und dann habe ich gepusht und ich wollte einfach nur so viel Zeit wie möglich rausfahren, damit ich weil ich ja so schwer gestartet bin, eben schnell einen kurzen Stop machen kann und weiterfahren kann. Und ja, das sah dann erst dann doch so aus, als wenn es dann vielleicht doch Zweiter, Dritter wird. Und am Ende habe ich gedacht, okay, komm, du, wir sollten zwar die Reifen schonen, die Bremsen waren diesmal ziemlich gut, aber die Reifen, der linke Vorderreifen, der war so hinüber, dass ich gesagt habe, okay, jetzt alles oder nichts und habe gepusht wie ein Weltmeister und ich konnte nicht mehr machen und habe gedacht, okay, komm, vielleicht ist beim Olli die Reifen nicht mehr in Ordnung, die Bremsen vielleicht aufgeben und habe einfach den Druck aufrecht erhalten. Was natürlich super, dass dann in der letzten Kurve dann noch gepasst hat und auch noch Slow vorbeigekommen ist. Auf jeden Fall ein krasses Ergebnis, da hatten wir zwischendrin gar nicht so mit gerechnet, dass es dann wirklich bis zum Ende auch nochmal so spannend bleibt. Es war aber super schön anzuschauen. Ja, für Olli natürlich die Lehre daraus, das ist eben auch bis zur letzten Runde wichtig, da dann auch Smoke widerstehen zu können. Aber Smoke ist eben auch an der Stelle der Rekordfahrer in der BK-Liga und da muss man eben auch sagen, da hat er mal richtig einen ausgepackt und dann doch nochmal sich den ersten Platz geschnappt. Natürlich Slowcoach dann noch glücklich auf den zweiten geholt. Da wollte Olli dann nochmal versuchen, den zumindest zu retten. Das hat nicht funktioniert, aber es war eben Hockenheim. Es war super spannend. Von Anfang bis Ende, am Anfang viel Chaos, viel los. Und am Ende gab es dann auch nochmal ein bisschen Chaos zu beitragen. Da war dann eben leider an der Stelle Olli. Ja, wir haben viel gesehen, wir haben viel erlebt. Das war Hockenheim, BK-Liga, Rennen Nummer 12, Teil A für euch. Wir freuen uns dann auch in 2 Wochen. Dann auf Road America, da geht es dann auch wieder zu Sachen. Die Saison war bisher sehr spannend, sie bleibt spannend. Smoke hat zwar seinen Vorsprung, aber es sind immerhin auch noch ein paar Rennen bis zum Ende der Saison und da freuen wir uns drauf. Und ihr seid wieder live dabei nächste Woche, in 2 Wochen dann in Road America. Euer Teil, bis dann.